den Keim hier. So, okay, also erstmal, damit wir überhaupt irgendwas zustande bekommen, müssen wir die anderen aussprechen lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Zehner-Lobby, dass wir nicht alle durcheinander, weil sonst wird es sehr anstrengend. Aber wir werden es jetzt gleich mal so machen, weil das Feld an Teilnehmern ist sehr bunt gemixt, also vom Erfahrungsgrad. Wir haben Leute dabei, die haben schon das durchgespielt, komplett, wie Dalukart. Und wir haben Leute dabei, die haben es noch gar nicht gespielt. Oh, ich spiele heute zum zweiten Mal. Ja, klar. Ja, ist okay, Daluk. Klar, ist klar. Ich kapiere das Spiel überhaupt gar nicht. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Genau, ich deswegen. Ich habe einmal erst gespielt. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. So, also die erste Herausforderung wird sein, dass wir alle 10 es schaffen, in eine Lobby zu kommen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil das Spiel ist ein bisschen buggy. Wir werden das jetzt versuchen. Und wenn wir alle in einer Lobby sind, dann machen wir eine große Testrunde, bei der wir mit offenen Mikros allen erklären, wie überhaupt das Spiel abläuft. Finde ich gut. Okay, genau. Alter, das ist ja voll smart. Mega gut. Ja, total. Wollt ihr meine Lobby nehmen oder wollt ihr eine aufmachen, weil ich die Settings schon eingestellt habe? Besser, schöner, größer, hä? Settings okay, also ich versuche mal, rein. Ist halt eingestellt. Okay. Matteo, wo kriegen wir denn den Key von dir dann? Genau, gute Frage, Donny. Schön, dass du fragst. Also, wenn wir die Lobby von Dalu nehmen, weil er hat schon alles vorbereitet und ist der Experte, dann müsste er die rumschicken und zwar am besten in unsere Discord-Gruppe. Steht schon da. Channel. Im Channel. So, genau. Jetzt aber die Frage. In der Lobby bleiben wir dann wahrscheinlich auch. Ne? Ja, aber nur, wenn alle es schaffen, den Code zu verdecken. Richtig. Okay, genau. Also wichtig, bevor ihr joint und euer Spiel zeigt, nicht auf den Rechner bitte, Dagger. Okay, wir haben jetzt schon ein Leak gehabt. Alles gut. Ja, ist gut. Ist nichts geleakt. Alles gut. Also, bevor wir... Wo finde ich das nochmal? Ich hab's noch nicht. Okay, also du gehst auf unseren Discord und da gibt es einen Among Us-Channel. Da kommst du aber nur rein, wenn du die Streamer-Rolle hast. Ich verteile die gerade. Leon verteilt die gerade. Okay. Es sind so viele Channels, wo soll ich hin? Oh oben, fast ganz oben. Fast ganz oben, Among Us. Lara. Der ist einfach nur Among Us, genau. Ja, klar. Lara, ich bin bei dir, ich verstehe auch gar nichts. Ich habe eine Stunde mit meiner Community geübt und ich habe nach 7 Spielen immer noch nicht verstanden, wie das Spiel geht. Aber ich werde dich coachen, Donny, mach dir keine Sorgen. Ja, warte mal, Matteo, kennst du dich auch so aus, so krass, so im Sinne von, ja, da unten links bei dem Surgeon-Raum und so, Cafeteria und so? Ich habe es genau einmal gespielt. Ich habe es gar nicht gespielt. Ah, wirklich? Ja, no joke. Ich finde den Channel nicht, ich bin zu dumm. Okay, also, ist er freigeschaltet? Ja. Steht am Morgenarzt. Das ist ein Among Us Channel. Ach, da auch, stimmt, ja. Wenn du sagst, klingt es einfach, ja. Ah, ich habe jetzt den Code, geil. Oh, nice. Ich habe einen Code. Frage? Ja, bitte? Machen wir so Squad-Streams, also mehrere Squad-Streams oder so auf, dass wir sagen, hey, warte mal, wie viel? Ja, wir sind halt zu 10, ne? Ja, bei 10 ist es echt schwierig. Ja, wir können 3 Squad-Streams machen, dann können die Leute 3 Fenster offen haben. Genau, und so. Können alle sehen. Irgendwie 3 mal, also 3 Dreier und dann, nee, 1 Vierer. Also 4-3-3. Bei mir ist eh egal. Ich bin immer noch Affiliate, Leute. Wie wählt man Skins aus? Oh, okay. Dann 3x3. Es weiß was? Ein Spiel. Warte mal kurz. Wie wählt man Skins aus, Dalu? Dann? Ihr habt alle so komische Hüte und Anzüge an. Ja, Hallöchen, ich bin der Arzt. Lassen Sie mich durchsuchen, Ihren Körper. Und man, seid ihr schon in der Lobby oder was? Ja, ich bin Anwalt. Scheiße, ich komme auch mal rein. Gino, komm jetzt mal rein. Ich komme jetzt rein. Ich hätte gerne eine Anwaltsgehilfe. Ja, bitte, was brauchen Sie? Ich möchte wissen, warum diese Stühle hier so sind. Was? Die sind illegal. Die sind illegal, okay. Ja, hast du schon gezockt? Ja, ich habe schon gespielt. Oh, das klingt aber so richtig so, ja, ich habe schon 100 Mal gespielt. Nee, aber ich kann richtig schlecht lügen, das ist alles easy. Private? Bin ich gespannt. Hey, ich kann das gar nicht. Ja, mir fällt gerade auf, wir sind doch 3 hier. Ich will auch. Das heißt, wir sind nur 7 Perspektiven dann. Stimmt. Ich will auch wir könnten, glaube ich, fast alle mal nach links und den nimmst du. Wir haben ein 3er und ein 4er. Ja, klar. Am Computer könnt ihr euch umziehen. Also. Genau, da, am Computer übrigens könnt ihr euch umziehen. Ja, okay. Ja, okay. Hier. Aber ich habe eine freundliche Maske aufgesetzt. Ich bin Neno. Okay, also, ich versuche in die Lobby zu kommen. Das versuchen die anderen auch gerade. Und dann, Gino, du musst auch schon was machen. Du musst nicht einfach nur da sitzen und so tun, als würde ich alles für dich machen. Du musst schon selber ein bisschen ran. Ich helfe dir mal. Gerade eigentlich?
Bitte? Bei uns? Wir sind drei Stück. Also wir sind zu dritt im Studio. Drei Stück. Genau. Okay. Leon, Gino und ich sitzen hier im Studio. Das heißt... Okay. Mhm. Ja. Hallo Gino! Ja. Hallo Donny! Servus! Ah, du sahst so geil aus im Urlaub, Mann! Oh, danke, Mann! Er sieht auch jetzt noch geil aus, Donny. Nur im Urlaub, sonst nicht. Okay. Ja, der hat immer so extra so irgendwie so die Beine so hingetan, dass man so fast so in die Schuhe gucken konnte und so. Wow! Ich hab rangezoomt. Jeder von uns hat rangezoomt. Danke, Donny. Leon, warum kann ich nicht joinen? Aber ich hol das den Code jetzt hier. Zeig das der Code, ne? Ja, dann gehst du ins Game. Ist, Leute, du musst die Region ändern auf Klicke die Klick. Klicke die Klick. Maus und Keyboard am besten einstellen. Oben rechts das Zahnrädchen. Genau. Dann kannst du schneller töten. Nee, nicht mit Controller. Ich spiel nur mit. Wow. Lara, hast du schon mal gespielt? Nein! Ich dachte, jeder hat einmal zumindest kurz. Ja, okay. Das wird gut. Ich bin seit einer Woche. Ich hatte keine Zeit. Wir kriegen das in deinem Team, Lara. Ich bin immer in deinem Team. Du musst mir immer vertrauen. Genau da, ja. Und unten, genau. Aber das hat gerade nicht. Maus und Keyboard, okay. Es geht aber nicht mit Controller. Es gibt nur Maus oder Maus und Keyboard. Ja, genau. Nee, es gibt nur Maus und Keyboard. Es gibt aber auch Shortcuts. Q ist, glaube ich, töten. Ach so, okay. Okay, also. Ach, Max ist ja auch da. Geil. Den habe ich noch gar nicht. Hallo. Hi. Ja. Hallo, Max. Hallo. Hallo, Max. Servus. Hallo, Max. Hallo. So. Hallo. Es wäre der Übersichtlichkeit halber, ist es geil, wenn sich jeder einfach so nennt, wie er auch heißt. Also nicht, dass Dalu sich einfach mal Donny nennt, damit er die anderen verarschen kann oder so. Wäre aber smart. Wäre smart. Mal, soll ich mich Dalu nennen? Das ist smart. Ich habe auch selber schon drüber nachgedacht, aber dann dachte ich, nee, das ist schon so. Ich bin drin! Geil! Nein! Warte mal. Wir sind 9 von 10. Wer fehlt? Lara, glaube okay, ich. Okay, gut. Ja, Frage. Lara. Okay, man weiß, wie man joint grundsätzlich. Warte mal, man macht mit dem Pfeiltasten, lenkt man, oder wie? Das kannst du ja mit WASD. WASD und die Maus klickst du halt Sachen an. Okay. Oh mein Gott. Ich hoffe, Lara ist Impostor. Kann man die Mitte machen? Oder wie? Genau, die käme am besten in die Mitte unten, wo der Code wäre. Genau, weil der. Genau. Also, wir haben zwar eine volle Lobby, aber. Also ich richte einfach gerade mal ein Overlay ein, das ist mir gerade wichtiger. Ich habe nämlich den oberkörperfreien Gino jetzt als Hintergrund. Okay, das muss ich sehen. Gino, falls du mal kurz auf meinen Twitch-Channel gucken möchtest. Ich guck kurz rein bei dir, Donny. Donnys Charakter ist ein nackter Arzt, oder was? Und Gino ist ein nackter Gentleman. Geil. Hi. Wow. Das passt doch ganz beautiful. Gut. Okay, ja, lass erstmal Lara helfen, dass sie ins Game reinkommt. Also Lara, wo bist du gerade dran? Jetzt gerade bin ich im Menü. Du musst okay, das ist gut. In einem Raum. Genau, bist du in einem Raum? Okay. In der Küche. Sind wir im Raum Fenster? Also. Hast du es gesehen, Gino? Okay. Lara, was stirbt denn da für ein Tier? Also, Lara, du klickst dann auf Online. Ja, hab ich. Und dann unten in der Ecke rechts, da siehst du die Region, die ausgewählt ist. Da solltest du EU auswählen. Ich bin 36, ne? Genau. Dann schreibst du oben deinen Namen rein, also... Ne? Lara oder Lara Loft oder... Was du willst, was du möchtest, nee, wie du genannt werden möchtest. Bitte deinen Pass, dein Name aus dem Pass ist wichtig, Lara. Genau, der Zweitname ist besonders wichtig. Und Sozialversicherungsnummer hinten dran. Katharina. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ich kann mich nicht... Oh, ich bin... Echt. Gino, komm mal hier unten. Geil. Geiler Hut, Gino. Geil. Kurze Frage, ein Foto? Genau, so. Den Code, sag mal. Den Code bekommst du. Ist nicht die ganze Zeit angezeigt, meine ich. Oder? Doch. Ja. Wer ist denn hier der fucking Jason von Freitag der 13. Die Gefahr. Leute, bitte. Also die Gefahr. Mit Daniel, was hast du heute gegessen? Okay, alle mal still. Matteo hat was zu sagen. Ja. Ja, bitte? Jetzt sag doch was! Weißt du, Donny hat so für dich gekämpft, Matteo. Ich habe es jetzt versucht, extra unangenehm zu machen, damit ich nichts. Also. So, okay, also. Lara. Ja. So, hast du den Code? Der im Discord steht. Ja. Genau. Hast du den da rauskopiert? Den kannst du mit einfach rauskopieren. Yes. So, hab dann ich. Einfach reinkopieren und dann aber bitte darauf achten, dass wenn du das Public Spiel. Private. Private unten. Ja, Private kannst du machen, ja. Ja. Genau. Bin jetzt gleich drin. Genau, und wenn das nicht ist, da bist du. Hallo. Hey, so einfach ist es. Ich sehe jetzt schon reden, wir haben schon durchgespielt. Hätte man die Farbe ändern können. Hey, das kannst du hier kannst jetzt noch machen. Kannst du jetzt noch machen. Am Laptop. Nice. Okay. Geht nicht, kann ich nicht. Ey, es sind nicht mal 15 Minuten vergangen und wir sind alle in einer Lobby. Das ist schon krass. Mega. Das ist schon Win eigentlich. Okay.
So, gut. Also, wir machen jetzt, wir starten jetzt alle gemeinsam eine Runde. Wenn es an den Settings irgendwelche krassen Besonderheiten gibt, dann müsste Dalu uns da mal aufklären. Ja, also kann ich direkt machen. Eine Sache können wir easy besprechen, und zwar Confirm Ejects. Das ist, wenn jemand rausgevotet wird, ob angezeigt wird, was er ist. Das ist jetzt gerade auf aus. Ich fände es spannender, wenn es aus bleibt. Ja, ja, finde ich auch. Oh. Und interessant ist Visual Tasks Off, das ist hier vierte von unten. Es gibt manche Aufgaben, damit kannst du dich ganz einfach confirmen, weil wenn du zum Beispiel den Müll rausbringen musst, siehst du Müll im Weltraum rumfliegen. Ah. Das heißt, du weißt, dass der Inno ist. Das wird aber nicht angezeigt dadurch, sodass man alles faken kann. Würde ich auch lieber ausstellen, damit man nicht 100%... Ja, ja, ja. Genau, okay. Also, für die Leute, die es noch nicht gespielt haben... Oh nein! Oh Gott! Zu lange gedauert. Matteo! Sorry, meine Schuld. Ist meine Schuld. Sorry, Entschuldigung. Jetzt kommt ein neuer Code, ne? Gleicher Code, oder? Wow. Nee, neuer. Nein, gleicher geht nicht. Die Lobby wird wegen Inaktivität. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ey, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle hier. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Jetzt. Ich hab richtig Bock zu pumpen, Leute. So, ich bin drin. Nice. Okay, geil. Okay, warte, ich muss den Code noch holen. Okay, was müssen wir tun, damit wir nicht inaktiv sind? Ich hab halt das Game starten. Genau, du musst nur innerhalb von 10 oder 15 Minuten starten. Dann passt auf, wenn wir alle drin sind, starten wir einfach eine Runde und bleiben erstmal alle stehen und reden dann erstmal ganz kurz. Okay. Die Settings haben wir jetzt ja alle so geklärt, glaube ich. Der Rest ist relativ normal. Also das Einzige ist, dass die Crew ein bisschen weniger sieht. Aber das ist auch eigentlich Standard. Das fällt halt auf beim Spielen. Ja. Und Kill-Distanz ist kurz. Also sonst ist es standardmäßig normal, dann kannst du fast springen. Also mir ist bewusst, dass die Leute, die noch nicht gespielt haben, denken jetzt, was für eine Scheiße labern die da alle. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir werden das gleich alles einmal ganz kurz erklären. Wir haben Lara 1. Lara 1 steht. Wer war das jetzt? Das ist Gino. Es ist safe Gino. Nein. Nee? Ich will das Türkis. Gib mir das Blau. Ich will Türkis. Geh weg. Hä, ist das Funk? Ach so, Gino. Okay, ja. Nee. Hä? Ist wer ist das? Was bin deswegen steht dumm auf meinem Kopf, Leute. Hä? Ja. Danke, Wimot. Oh, ja. Was ist denn los? Scheiße. Ich bin wie bei GTA, weißt du, wo man nach von oben gespielt hat. Oh. Die Elvis Gang. Ach so, du bist Elvis. Okay. Dann lass uns mal starten, oder? Ja, lass uns bitte mal starten. Wir sind zu 10 in der Lobby jetzt. So, wir sind 10 in der Lobby. Okay, ich bin jetzt schon fertig. Wir müssen hier einen Karton dazwischen machen. Ja, hast du gesagt. Ohne Mute, genau. Zwei, Dude. Okay, ich bring direkt jemanden. Aber jetzt, für die erste Runde ist ja erstmal safe. Genau. Also, ich versuche mal die Basics zu erklären und dann, wenn ihr Fragen habt, fragt ihr einfach. Also, wir sind alle auf einem Raumschiff. Es gibt Leute, die sind Imposter, das sind die Verräter, die versuchen, andere umzubringen. Die Imposter gewinnen, wenn sie mehr sind am Ende als die Überlebenden oder wenn sie alle umbringen. So, jetzt die anderen, die nicht Imposter sind, die müssen einfach versuchen, Aufgaben zu machen. Wenn ihr auf das Map-Symbol klickt, oben rechts, dann seht ihr das gesamte Raumschiff. Oder Tab, falls ihr schnell... Tab geht auch, genau. Ja, so. Ja. Und da seht ihr das gesamte Raumschiff, das ist irgendwie so halt benannt. Da gibt es Cafeteria, Storage, Shield, ist ja auch egal, wie das alles heißt. Ihr müsst aber euch schon ein bisschen merken, wo was ist, weil später wird Elvis sterben und dann werden wir uns fragen, wo ist er gestorben? Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Karte aufhabt, seht ihr diese gelben Ausrufezeichen, da müsst ihr eure Tasks, also eure Aufgaben erledigen. Das heißt, ihr lauft da einfach hin, klickt auf das gelbe kleine Symbol oder die Schaltfläche und dann könnt ihr einfach das machen, was da genannt ist. Es sind meistens ganz billige Aufgaben, wo man einfach nur irgendwas klicken muss, irgendwas ziehen muss, irgendwas machen muss oder sich was merken muss. Es ist fast selbsterklärend, bei manchen Spielen halt nicht. Und das ist es im Prinzip. Wenn wir zum Beispiel unschuldig sind und wir bekommen oben die Taskleiste voll, das ist diese grüne Leiste oben links, wenn wir die voll bekommen, dann haben wir gewonnen. Obwohl... Wer? Also wir als Unschuldige. Okay, war das ein Joke? Unschuldig ist oder nicht? Entschuldigung, das muss ich noch mal fragen. Das wird ja am Anfang im Screen angezeigt und wenn du Imposter bist, dann bist du auch rot umrandet, glaube ich, oder so, oder? Für dich selbst. Du hast einen roten Namen bei dir. Und unten rechts steht Töten. Genau, also, richtig. Und Matteo, aber erklärst du das nochmal mit den Geistern dann nochmal, ne? Genau, das erkläre ich auch. Danke, Donny. Also das werde ich auch nochmal erklären. Also, als Imposter habt ihr die Aufgabe, die anderen zu töten und euch dabei möglichst Andere töten? Also so? Danke. Leon hat es jetzt vorgemacht. So, Leon hat es jetzt mal beispielhaft vorgemacht. Ah, so. Okay.
Und wenn einer gestorben ist, dann ist er nicht raus aus dem Spiel, sondern... Matthias tot. Ich hab supportet, sorry, ich hab einfach... Ich hab gesehen, es war Gino übrigens. Ja, ist gut. Okay, so... Ach, Mann, ey. Also während der Runden wird auch nicht gesprochen übrigens. Also wir sind dann alle gemutet, beziehungsweise wir sprechen nicht. Und nur während dieses Screens hier, wenn man den gerade so sieht, dann wird diskutiert, wer es gewesen sein könnte, wer wen wo gesehen hat, wer welche Aufgaben gemacht hat, bla bla bla. So. Also wer ein Imposter sein könnte. Genau. Und dann können wir zum Beispiel sagen... Wie viele sagen, sind das? Wir sind 10 insgesamt. Achso, also zwei Imposter, genau. So, noch zwei eine Sache, die wichtig ist. Eine Sache, die wichtig ist. Wenn wir voten, Donny war's und die Mehrheit votet für Donny, dann wird er aus dem Raumschiff rausgeworfen und erstickt und stirbt. Wenn aber nicht die Mehrheit für Donny votet, das heißt, die meisten Leute sagen zum Beispiel, jemand anderes war's oder sie enthalten sich, dann fliegt Donny nicht raus. Also es zählt nicht, wenn er 3 Stimmen hat, aber 8 Leute sagen was anderes. So, Teil, ja? So, noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn ihr tot seid, seid ihr nicht aus dem Spiel raus. Ihr könnt weiterspielen und trotzdem das Spiel noch gewinnen, indem ihr als Geist rumfliegt und trotzdem noch eure Aufgaben erledigt. Als Geist könnt ihr durch alle Wände einfach durchfliegen. Ihr kommt sehr schnell überall hin. Ihr könnt nicht mehr getötet werden. Ihr werdet auch nicht mehr gesehen von den anderen Spielern, glaube ich. Ja. Und wenn ihr... Kann ich mal ganz kurz was sagen, um vielleicht die Leute zu beruhigen, die jetzt gerade nicht so oft gespielt haben. Ich schaue da Richtung Lara, weil mir ging es heute nämlich wahrscheinlich, wie es dir gerade geht. Und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer. Ich glaube, wenn man ein paar Runden... Also ich hatte nämlich mega Panik vorhin im Stream, weil ich nichts hinbekommen habe. Aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, nach ein paar Runden checkt man das. Ja, also absolut. Man muss ein paar Runden tatsächlich spielen und dann kommt immer so eins, wird einem immer... So eins kommt noch dazu, was man so kapiert hat. Und dann am Anfang werden jetzt natürlich die ganzen Leute, die es schon oft gespielt haben, so ein bisschen ownen. Aber das kommt dann irgendwie. Genau. Wird schon. Ich wollte jetzt nur einmal ganz kurz den gesamten Ablauf durchgehen, damit nicht jeder komplett kopflos rumläuft. Ja, ich würde sagen, klar, ich wollte es auch, ist auch cool. Ich wollte es nur noch mal kurz, falls sich jemand gerade Sorgen macht. Ja, genau. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt gar nichts rafft oder so. Wir spielen jetzt einfach und dann gucken wir einfach, was passiert. Und wenn ihr Fragen habt, fragt ihr einfach direkt, okay? Ich habe eine Frage. Ja. Warum heiße ich Lara 1? Weil jemand ins Spiel gegangen ist und hat sich vorher die Lara genannt. Okay. Schwein. Wir wissen aber nicht, wer das war. Ach, Smoogle wurde mal, damit es hier weitergeht. Ja. Ich musste gerade noch schreiben, dass du es warst. Okay. Okay. Jetzt hat Lara 3 Stimmen bekommen, hat damit die Mehrheit. Dankeschön. Das heißt, Lara würde jetzt rausgevotet werden. Genau, zu Recht. Ja. Wollt ihr jetzt direkt weiterspielen oder Lobby neu starten? Ich erwähnt, dass man in Vents kann? Also in Luftschächte? Oh ja. Also Impostor kannst du in Vents, also nicht nur töten, sondern in Vents und auch sabotieren. Genau. Underkill gleich einfach ein, dann ist die Runde gleich zu Ende. Dann könnt ihr noch weiterreden, den Rest und endet die Runde. Ansonsten können wir einfach sabotieren. Okay. Was machen wir jetzt damit? Stimmt, sabotieren können wir noch. Hier, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das ist eine Sabotage am Reaktor. Wenn ihr links oben eure Tasks einmal ausgeklappt habt, seht ihr ganz unten etwas rot blinken, das ist der Reaktor-Meltdown. Und wenn dieser Timer abgelaufen ist, dann habt ihr verloren. Das heißt, alle müssen zu diesen Pfeilen hingehen und einer muss an die obere und einer an die untere. Und gleichzeitig diesen Schalter drücken. Damit es wieder deaktiviert und dann geht es wieder ganz normal weiter. Und das können die Imposter machen. Was übrigens auch oft ein Indiz dafür ist, wenn du jetzt jemanden da hattest in dem Raum, mit dem du das gemacht hast, dann kann der ja wahrscheinlich kein Imposter sein, ne? Doch. Sogar, ist sogar sehr oft so, dass das Imposter benutzen, um sich ein Alibi zu schaffen. Ich weiß, dass man halten muss. Okay. Ich hatte jemanden eingesperrt, was soll das? Aber... Oh, Doppelkill, Alter! Wow! Okay. Was für ein Kill-Limit haben wir? 20 Sekunden. Was? 20 Sekunden? Glaube ich ein bisschen niedrig, oder? Psychopath 5. Ich muss ja wissen, wenn Dalu nachher Imposter ist, dann weiß nicht, dann killt er 3-4 Leute pro Runde. Ja, nee, das war jetzt gerade so ein schlechter Game. Ich habe Imposter gespielt. Okay, also jetzt ist hier krass. Matteo, wir müssen noch den Chat hier abstellen. Wie tötet man jemanden? Genau. Ja, genau. Jeder muss den Chat abstellen, Freunde. Genau, wir müssen dann, wenn wir spielen, müsst ihr den Chat für euch ausmachen oder irgendwie in Emote Only oder sowas. Und wichtig ist das Muten auch, ne? Genau. Genau. Nicht während der Runde. Genau, also ihr könnt ist nur, da kommt ein Symbol neben Use und da steht Kill. Du kannst aber auch Q drücken. Der Charakter wird dann rot gehighlightet, damit du weißt, okay, du kannst ihn jetzt töten. Du hast aber nach jedem Kill einen Cooldown. Richtig. Mhm, okay, danke. Genau. Das cool. Geist kannst du nicht mitreden. Auch wenn du bei den Meetings dabei bist, wenn Kill reported wird. Genau, also ihr könnt euch muten, ihr könnt aber auch einfach nichts sagen. Das geht auch, wenn es für euch irgendwie von der Technik zu kompliziert ist, keine Ahnung. Man weiß ja nicht. Und wie gesagt, wenn ihr Geist seid, einfach dann gar nicht mehr am Spiel mitdiskutieren, sondern einfach nur noch passiv Tasten machen. Aufgaben machen. Genau. Ja, Füße hoch, Bier auf. Richtig. Okay. Einer fehlt noch in der Lobby, der ist, also muss noch unten rechts auf Play Again machen. Ja, wir sind aber 10. Genau. Okay, Sekunde, wir müssen den Kontrollmonitor noch. Gino, ich wünsche dir besonders viel Glück. Tschüss. Ich dir auch, Donny, ich liebe dich. Danke dir, ich liebe dich auch.
Also sollen wir direkt, oder was? Ja, wir legen jetzt einfach direkt los. Alles klar. Ja. Das wird einfach Generalprobe. Wir spielen schon richtig, aber wenn halt Fragen sind, können wir die dann einfach beantworten. Geil. Geil. Los geht's. Ich hab uns im Studio gemutet übrigens. Sehr gut. Ich mach das hier. So, wer ist gestorben? Okay. Lara und Sepp sind tot. Zwei Stück sind tot. Okay, also Lara, glaube ich, dass Lara war, weil Orange und Rot schwer auseinanderhalten ist, oben rechts. Wie meine Haare. Und mir entgegengekommen ist Matteo. Der ist auch nicht zum Alarm gelaufen. Genau, und Lara, du musst auch muten jetzt, bevor du was sagst, ne? Ganz wichtig. Genau. Also, ich bin nicht zum Alarm gelaufen, weil ich einen Task hatte beim O2 und ich dachte, okay, Alarm werdet ihr halt bewältigen. Ich mache meine Aufgabe. Was hast du denn weiter da gemacht? Für wir, die das Spiel nicht kennen, ja. Ich habe da so diese Blätter reingezogen in diesen Abzug. Mhm. Ja. Und davor habe ich Kabel gemacht und ich habe unten Asmogel gesehen an den Schilden. Und genau. Ja. Aber ich kann es jetzt auch nicht, ich kann jetzt niemanden ausschließen per se. Also ich bin gerade zum Reaktor gelaufen und habe gesehen, dass das Muggel vom Reaktor weg ist und in Electrical oben rein. Das hat mich ein bisschen irritiert. Matteo, hast du alle deine Aufgaben in Admin schon gemacht? Nee. Ich bin reingelaufen, habe unten in diesem Raum, wo der Fuel liegt, habe ich meine erste Aufgabe gemacht, Electrical. Dann bin ich zweimal im Kreis gelaufen, mit Asmuggel ein bisschen hinterhergelaufen, um zu gucken, was er macht. Dann bin ich oben durch die Cafeteria gelaufen und dann direkt zu O2 und hab da die Kabel gemacht. Okay. Also ich habe. Wir können nicht voten, ne? Entschuldigung. Doch, wir können. Ah. Ja, wir können. Moment, aber. Ja, aber gegen was? Ich will was? Also, ja, also wir haben darum, es ging ja nur darum, wir können nicht voten. Die Aussage ist ja nicht richtig. Wir können. Ja. Ihr müsst auf den Namen klicken, dann könntet ihr voten. Aber ich skipp das, weil wir haben keinen eindeutigen Beweis für irgendjemanden. Aber wer hat denn zum Beispiel Sepp gesehen? Also wo war Sepp? Mit wem ist er rumgelaufen? Ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen, um ehrlich zu sein. Zuletzt habe ich den in Navigation gesehen, als wir da alle zusammen waren. Ich habe ihn nicht gesehen. Also wir müssen uns aber bewusst sein, jetzt sind es schon zwei tot, nächste Runde werden wieder zwei tot sein, dann sind wir nur noch... Was? Okay. Kann man das? Ui, war das jetzt? Oh, nee. Hier, keiner wird rausgeworfen. Unten links kann man skippen. Oh, so. Gut. Okay, weiter geht's. Ah, ich bin immer noch tot, lol. Oh. Wer ist gestorben? Donny. Ich habe ihn ganz rechts oben gefunden. Also in dem Admin Room.
Also Admin Room, oder? Habt ihr irgendjemanden Auffälliges gesehen? Habt ihr irgendwas gesehen, was strange war? Also ich habe ein bisschen Angst vor dir gerade, ehrlich gesagt. Ja, Leon. Ich habe auch Angst vor Matteo. Also ja, okay, das ist ein natürlicher Reflex. Aber jetzt mal abgesehen davon. Ja. Ich habe gerade eben Leon gesehen, wie er unten in dem mittleren Raum war, wo das Fuel war. Ich habe den Task bei Fuel gemacht. Leon kommt mir entgegen. Leon läuft nach unten, da wo dieser Task ist mit dieser Schleuse. Korrekt. Und dann bleibt er da kurz stehen und läuft nach oben. Ja, weil also, du mir plötzlich entgegenkamst, als würdest du mich gerade töten wollen. Nee, als wolltest du faken, dass du einen Task machst. Wie soll ich denn in einer Sekunde faken? Naja, weil du denkst, ich fake, dann siehst du, oh fuck, Matteo ist zu schlau, der merkt das und der rennt weiter. Also Matteo. Ich habe in die Überwachungskamera geguckt und soweit ich mich erinnern kann, habe ich Matteo tatsächlich beim Admin-Raum da gesehen. Also Matteo war gerade in Storage drin. Danach wurde die Leiche gemeldet. Also, ja, aber die Leiche lag doch rechts oben, oder nicht? Ich war es Matteo auf jeden Fall nicht. Genau. Ich habe ein Alibi mit Leon. Leon und ich waren gerade unten in dem. Also Leon kann diesen Mord nicht begangen haben. Ja, Matteo leider auch nicht diesen. Ja. Also wo war denn Gino? Ich habe den O2-Filter gecleant. Trainiert. Das ist doch in der Nähe der Leiche, oder? Ja. Was hast du denn da gemacht beim O2-Filter? Ja, die Blätter rausgesammelt. Ach, schon wieder? Ach, auch an der Hand. Nee, nicht schon wieder. Das war mein erstes, das war mein erstes Mal, Freunde. Okay. Schon verstopft, das Ding. Aber ich würde Gino da glauben, weil der kann sich sowas nicht ausdenken. Smugel, hast du im Admin schon, hattest du auch die Mission mit der Karte? Oh, wir müssen jetzt voten. Wir können nicht voten, wir müssen skippen, Leute, schon wieder. Nein. Hast du im Admin keine Mission mehr? Nee, ich habe eine noch. Im Admin? War das der Admin-Raum gerade eben? Nee, das ist direkt unten, wenn du einen runter gehst. Ich glaube, das ist der Navigation-Raum gewesen. Ist das derselbe? Gino, hast du mich gewotet? Nein. Scheiße. Okay. Scheiße. Okay, Emergency. Okay. Matteo, warum hast du mich verfolgt? Das die ganze Gino ist Zeit? Tot. Gino ist tot, okay. Das heißt, wir haben den Mord nicht gesehen. Nee, ich habe das Gefühl, wir sollten aber jetzt mal schauen, wo wir sind, weil jetzt wird es nämlich kritisch. Ja. Also bei 6 Leuten ist es nämlich gefährlich. Hast du recht. Wie viele, ganz kurz, das weiß ich nicht, wie viele müssen überleben, damit noch eine Chance besteht? Wenn jetzt 2 Traitor die Runde, also den Vote überleben und es einen Double Kill gibt, ist die Runde vorbei. Okay. Genau. Deswegen müssen wir jetzt einen Bösewicht finden. Also Chiara, ich glaube, Asmugel ist es nicht und ich glaube, Leon ist es nicht. Matteo, du hast mich gerade sehr komisch verfolgt. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, ich verfolge immer Leute, weil ich wissen will, was sie machen. Aber sehr, sehr lange. Warum glaubst du, dass Asmugel nicht ist? Hattet ihr auch Probleme mit der blöden Kabelquest? Bei mir funktioniert das nicht. Also irgendwie nimmt das letzte nicht. Hattet ihr die Kabelquest alle? Ja, schon mehrmals. Ja. Ging jedes Mal. Hatte ich schon dreimal. Hat das bei dir geklappt? Naja, manchmal connectet er den letzten komischerweise nicht, aber ansonsten ja. Nee.
Aber da kommt auch noch mal eine Frage. Warum hast du jetzt die ganze Zeit vor dem Kameraraum auf mich gewartet? Ich habe mir Bilder angeguckt. Du bist zweimal jetzt schon, als ich zum Kameraraum gelaufen bin, bist du instant von der Kamera weggegangen, als ich davor war. Und ich hatte beide mal Angst, du killst mich. Ja, pass auf. Und danach habe ich mich immer weiter angesneakt, dass ich an den Kabelautomaten rankomme. Bei mir bist du halt zweimal im Kreis gelaufen, während ich gerade mal von einem Raum zum anderen kam, obwohl du quasi gefühlt um also, die ganze Map ganz kurz, ich möchte, also wir haben jetzt nur Indizien, wir haben keinen stichhaltigen also Beweis. Doch, wir haben theoretisch einen Beweis, es sei denn, er hat es vergessen, aber das können davon, darf ich halt nicht ausgehen. Also es müsste, einer müsste Asmugel sein. Warum? Okay, dann lass ihn rausworten, ich bin dabei. Nee, warte mal. Also, warte mal, ich bin ein bisschen für Matteo, wenn der hier so. Nein, wenn der hier so direkt jemanden töten möchte. Der Asmugel ist direkt wirklich straight zu einer Aufgabe gegangen, die es wirklich gibt. Deswegen dachte ich. Okay, es ist Alucard! 100% ist Alucard! Nee. Für wen war das? Weil er hat die Mörder gedrückt. Leute, nein, ich bin's nicht! Ich bin's gleich! Ihr ermordet gerade nur, weil ich was gesagt habe. Ja, Matteo, aber ich hab dich nicht verdächtigt. Du bist safe Inno gewesen. Ja. Ach scheiße, wir wissen es ja jetzt gar nicht. Okay, krass. Es war Asmugel und ich hatte beide. Was? Ey, ich wusste beide. Stark. Ey, ganz ehrlich, Asmugel hat es mega krass gemacht. Nein, er hat sich verraten. Wie? Du hast gesagt, vor allem, was war das, wie er selber noch rumbeschuldigt hat. Asmugel, du hast gesagt, du hattest die K2-Quest. Haben alle nicht. Damit gleichen Quests? Nein, es gibt aber eine Quest, die alle haben. Das ist die K2-Quest. Und die K2-Quest hat Asmugel gesagt, hat er nicht gehabt. Was? Was ist das für eine? Die, wo du in dem Admin-Raum deine Kreditkarte aus dem Portemonnaie ziehst und dadurch den Schlitz ziehst. Die also, wir sind alle mal auf Play Again währenddessen, sorry, dann können wir schon mal. Genau, Play Again. Fuck, Mann, ich war da überhaupt nicht dran. Das war richtig gut. Wie kriegt ihr das hin mit 10 Leuten? Jetzt mal ehrlich, ich muss jetzt echt mal. Ich hab hier gar nichts, ey. Ich bin jetzt einfach ein Geist gewesen, hab meine Aufgaben gelöst und euch zugehört wie so ein. Aber ist geil, aber ich Also ich glaube, man muss ein paar Runden reinfinden. Man muss auch so ein Gleichgewicht finden zwischen ich mache nur meine Aufgaben und ich beobachte auch ein bisschen Leute. Ja. Du musst immer so ein bisschen gucken, was macht der gerade so, läufst du mal kurz hinterher. Dann guckst du, wenn der an so eine Aufgabe dran geht, wie lange hängt der da so dran? Ist es irgendwie zu lang oder zu kurz oder so? Ah, okay. So, schon so ein bisschen Leute lesen und so. Ja, und auch, wo bist du? Ja. Ja, aber warum kann das Martino und ich nicht? Das kann er nur. Oh, Lara ist da. Nice. Okay, wir sind komplett. Yeah, yeah, yeah. So, jetzt würde ich sagen, richtige Runde. Jetzt die richtige Runde, ja. Richtige Runde, jetzt zählt's. Ach, jetzt erst richtig. Jetzt geht's um die 100 Subs, ne? Ja, genau. Die 100 Subs, wer stirbt? Ich werde nie wieder gewinnen, bitte. Okay, es war Chiara. Wir kamen gerade rein in den Electrical und Chiara. Lara, hast du dich verklickt? Ich? Wieso? Oder war das Chiara? Ich habe reportet, wieso? Nee, Chiara hat selbst reportet. Wir kamen in den Raum rein und sie war alleine in dem Raum. Also, kann ich ganz kurz, also ich möchte kurz für Asmugel bürgen. Asmugel, du hast die Karte geswiped. Oh, Asmugel. Ich war gerade mit Max im Cockpit und dann unten. Hatte gerade nur ein großes Problem. Ich bin gerade in diesem Raum mit den Drähten quasi, wollte ich gerade meine 3 Aufgaben machen und dann kam mir Matteo raus und der andere weiß ich nicht, aber da sind 2 Leitungen. Okay, ganz kurz. Also ich erkläre es mal, wie es war. Ich kam von unten rein und Chiara war in dem Raum drin und ich sehe die Leichen und sie reportet instant.
Natürlich, Polly, weil ich reingelaufen bin und euch da gerade rausgelaufen. Chiara, du warst in dem Raum drin vor mir. Chiara hat öfter gespielt, also wenn sie das weiß. Chiara hat alles gemacht. Ja, aber das sind zwei Leichen, ich kann keinen Double Kill machen. Also waren zwei Leichen da drin, ne? Also man hat auch beide Leichen gesehen? Ja, ich habe beide Leichen liegen genau bei mir. Das, also die arbeiten zusammen auf jeden Fall und es ist ein Double Kill gewesen. Und Matteo kam rein, meintest du, ja? Nee, er kam da gerade raus. Ich kam rein. Nein, ich kam in den Raum rein, Chiara. Matteo, wo kommst du denn her? Ich war gerade bei zwei Leuten in der Nähe. Gut. Okay. Ja, ich weiß halt nur nicht, wer neben Matteo war. Ich habe die Farbe nicht gemerkt. Ja. Moment, wollten wir jetzt wirklich ein 50-50 machen? Weil dann müssen wir ja beide rausschmeißen, sonst weil wir kriegen ja keine Info. Ihr könnt so machen. Wir wählen Chiara raus. Nee, wir wählen das erst Matteo raus. Nee. Wenn er so anfängt. Ich glaube, Chiara ist unschuldig. Ich glaube auch, Chiara ist unschuldig. Nicht so. Aber Matteo ist es, glaube ich, ziemlich deutlich. Nee, Matteo ist, glaube ich, aber auch innocent. Hey, was? Ich kam in den Raum rein. Matteo ist es nicht. Matteo ist innocent. Wer war das? Gino war das. Gino, ja, das hab ich. Was? Wieso? Oh. Ja, aber ich wollte die Erklärung von Gino hören. Oh. Okay. Ey, guck, ich bin doch reingelaufen in den Raum. Ja. Wann? Super unlucky. So, ich will mal ganz kurz Gino. Gino, ich will. Ja. Ich hab jetzt einen Button gedrückt, also keiner ist gestorben. Gino. Ja? Was wolltest du gerade eben am Ende vom Meeting sagen? Nee, warte, da ist doch jemand gestorben. Ja, da ist jemand gestorben. Was? Nee, Donny und Sepp waren im ersten Runde und Matteo haben wir rausgevotet. Nein, sorry. Gino, Matteo hat gesagt, er ist gerade rausgelaufen und du sagtest ja. Hast du ihn gesehen oder was war das? Ich habe ihn nicht gesehen, aber Matteo war unschuldig. Woher weißt du das? Ich wusste es. Woher weißt du das, Gino? Woher willst du das wissen? Nein, Matteo war unschuldig. Ich weiß, wie er argumentiert. Er ist einfach unschuldig gewesen. Also was ich gerade glaube. Wir waren in der stand halt einfach nur so in dem Raum rum. Ja, genau. Also, und ja. Funk hat übrigens den linken Alarm ausgemacht und ich stand extra auf großem Abstand, damit da ich hab da bewacht. Also was gerade meine Vermutung gerade war, Matteo und Gino haben einen Double Kill gemacht. Matteo und Gino sind dann rausgelaufen, haben gesehen, Chiara läuft rein. Die waren nicht mal in der Nähe. Und dann hat Gino. Matteo war nicht mal in der Nähe. Was bist du denn jetzt überhaupt? Woher kommt also, das wäre jetzt mein Guess, ja. Ich glaube, es war ein Double Kill von Matteo und Gino. Matteo und Gino sind zusammen raus. Also ihr wollt Gino jetzt raus. Also das Einzige von Gino, was mich stutzig gemacht hat, war die Aussage ist, Matteo war unschuldig. Das ja, genau. So aber Chiara ist jetzt schon schmeißt jetzt schon den zweiten raus, ohne gepunished zu werden. Dann fliegt sie als drittes. Ihr könnt mich danach gerne rausschmeißen. Safe Gino, der ist mir ja witzig, wirklich die ganze Zeit hergelaufen. Richtig random. Das kann der Stand halt nur rum. Ja, klar, laufen die Leute hinterher, weil ich ja gucken möchte, wer hier. Ich hier geplayed von euch. Yeah. Also, ich sag es nicht. Also, ich vote niemanden, weil ich hab noch keine Leads hier. Du kannst dich selber voten, wenn du magst. Ich vote natürlich niemanden, Freunde. Eine Lame. Chiara mit dem Mindgame. Nee. Was fragen? Gino! Gino, es tut mir leid, ich weiß es. Wir erfahren aber noch nicht, ob er es war. Ja, wann erfahren wir es denn jetzt? Ah. Hä? Hm. Jetzt muss ich mich. Ah, nee. LOL!
Cafeteria war das? Ich stehe sowieso schon gerade unter Verdacht, weil ich jetzt habe auch noch die Leiche gefunden. Die war ganz rechts an der Seite und Leon hat eigentlich die ganze Zeit gesehen, wo ich ungefähr bin, weil wir, glaube ich, dieselben Aufgaben gerade gemacht haben. Okay. Panda sind es nicht. Ja, Panda und ich und wer? Funk, du warst genau. Das, genau. Alarm ausgemacht, Leon. Ja, ja. Aber ich war auch eine relativ lange Zeit bei euch mit dem Raum. Ich habe jetzt eine Frage, die meine ich wirklich ernst, das klingt jetzt super doof. Kann ich bei Medbay, also da stand, ich warte auf Sepp. Kann das sein? Weil das Sepp kann sein, wenn er es als Geist die Aufgabe gerade macht, dann musst du darauf warten. Ah, okay. Achso, ich dachte, das ist verbuggt. Nee. Ja, ich habe mich da zweimal draufgestellt. Ging nicht. Das Problem ist, wir wissen halt nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. Ja. Und man kann sich ja wenden. Also eigentlich bringt es nichts zu sagen, wo man war, weil man kann ja schnell irgendwo anders hinporten. Chiara, von wo kamst du gerade in Admin rein? Ich war von den Kabeldingen. Ich habe doch zusammen mit dir. Wir waren doch zusammen da. Was hast du davor für eine Aufgabe gemacht? Was habe ich denn davor gemacht? Also ich habe danach Admin gemacht. Da musste ich auch nochmal Kabel zusammen schließen. Hatte die alle... Also so ausführlich die Antwort. Chiara, hast du die alle Karte geswiped? Also wenn, dann habe ich es ganz am Anfang gemacht. Ich glaube, ich brauche nur noch 3 Aufgaben machen, bin ich durch. Ich habe eine noch. Aber Electric traue ich mich nie rein. Ich auch nicht. Ich hab's gerade nach dem Licht gemacht. Ich glaube, da waren 3 Leute, als ich rein bin. Ich war so glücklich, dass es so also, wie ist. Ja, lass noch mehr Zeit verklappern. Blablabla. Okay. Also, Chiara, du hast zum dritten Mal das hier jetzt gerade berufen, die dritte Leiche hintereinander gefunden. Ja, und eigentlich hatten wir gesagt, dass wir Chiara rauswollten als drittes auch, ne? Ja, also es wäre frech, wenn sie durchkommt, aber ich weiß nicht, ob es smart wäre. Also ich sag mal kurz, ich glaube, Leon ist es nicht, der hätte mich längst töten können. Ja, aber Funk und Panda auch nicht, also Chiara oder Smugel. Genau, also die beiden sind eigentlich unsere Hauptverdächtigen gerade. Oh, okay. Na gut. Oh. Ja. Es war einfach Dalu. Alter, Dalu, wie krass du spielst, ey. Dalu hat das so krass gespielt. No joke, Respekt. Das war 5000 Euro, wirklich. Ich darf nie jemanden vertrauen, der die Liederrolle übernimmt. Matteo, ich hätte einen Vorschlag. Ja. Nachdem Matteo so früh rausgeflogen ist, krass. Ja.
Kann ich mal bitte vorschlagen, weil ihr seid ja schon, also merke ich schon, so ziemlich hohes Level. Ich würde vorschlagen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher macht für Leute, die nicht so viel Erfahrung, dass wir tatsächlich sehen beim Rauskicken, ob jemand ein Imposter oder Crewmate hat. Ist das möglich, können, dass wir das lieber klar? so spielen? Also ja. Ich kann es vielleicht ein bisschen einfacher nachvollziehen. Ja. Zumindest für mich auf jeden Fall, weil sonst ist für mich alles nur noch ein Rätsel gerade. Ja. Den kann ich verstehen. Okay, der Mad Bay Move war so gut. Sepp, danke für dein Alibi aus dem Totenreich. Also ich habe mich auch. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Also den, das, du kannst halt, wenn, aber das macht. Ach, so Mann, ey, das kann man halt bestätigen. Oh. Ja, vor allem Dalu hat so geil so. Ja, ist das ein Bug eigentlich, wenn ich auf der Mad Bay das nicht machen kann? Das ist richtig geil. Da wurde ich ein bisschen unschlüssig, was mit ihm eigentlich ist. Deswegen musste ich dich auf die Runde rausvoten. Oh Gott, ich muss hier in die Ecke. Ich hab als Imposter-Geist habe ich dann immer die Räume eingeschlossen, in denen Dalu drin ist, damit es so wirkt, als wenn Dalu halt auch deswegen, raus will. Ich habe auch extra dann keinen gekillt. Ja. Ich hab's ja extra so gemacht, damit... Scheiße, ey. Dalu gekommen. Ich hatte genau das gebrochen, dass er mich jetzt umbringt und zack, ich hab mich ja probiert. Ich wollte jetzt zu deiner Leiche gehen, die confirm und hätte Panda gesagt, ach, Smoogle hat ihn gerade umgebracht, wir waren das hätte wirklich gepasst auch noch, ne? Ja, aber ich hab den Raum, in dem gerade Max gestorben ist, hab ich immer zugemacht und dann da hingelaufen. Deswegen, man kann ja die Leiche finden. Oh Mann, ey. Und dadurch, ich hab dich sogar gesehen, kurz okay, bevor du ihn getötet hast, so, auf der Kamera. Und ich habe mich eins und eins zusammengezählt. Oh, mate. Alright, guys, let's go. Okay, ist jetzt hier an, also in Jack. Genau, jetzt sollte es wesentlich einfacher sein. Mal schauen. Ausklicken hier im Studio. Wer hat gefunden und wo? Ach komm! Ich hab nicht nur gefunden, ich hab vielleicht auch einen Hinweis. Okay. Erzähl mal. Also irgendeiner ist durch Blut gelaufen und dann in den Hauptraum geflüchtet. Ja, aber wer, wie irgendeiner. Erzähl mal! Wo liegt denn die Leiche? Kannst du das sagen? Die Leiche ganz rechts im Cockpit und einer ist mit Angstperlen auf der Stirn. Weggerannt. Worauf fangst du daran an? Was ist mit der Leiche? Hast du sie nicht gesehen? Was ist konzentriert? Nee, Entschuldigung, was? Da war eine Leiche hinter dir. Wo? Nee, wirklich. Ja, doch, am Cockpit. Ein paar Meter weiter rechts von dir. Wo? Cockpit. Ja, rechts von dir. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das ein sehr elaboriertes Kammerspiel von Dalu ist oder ob Funk... Ich kann sogar sagen, was ich gemacht habe. Ja. Wo ist das Cockpit? Ich bin Dalu die ganze Zeit hinterhergerannt auch. Richtig. Also wenn, dann hat er es gerade gemacht, genau in diesem Moment. Genau, Sepp hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ich habe versucht, ihn abzuhängen. Dann bin ich irgendwann in Asmugel und ich weiß nicht wen gerannt und dann bin Chiara. Ich gekommen. Dann ist Funk von oben rechts in den Hauptraum gelaufen. Da haben wir uns sozusagen kurz einen High Five gegeben. Und dann habe ich gemerkt, da ist Blut an meiner Hand, weil er wohl kurz vorher wen abgemurkt hat. Also das wäre halt auch richtig doof, im Early Game jemanden zu beschuldigen direkt. Sepp, weil man ja in der deckt also ja da. Wir können skippen, ich sammle mehr Hinweise. Wenn du sagst 100%. Na, es waren schon ein paar Meter Abstand zur Leiche. Wer weiß, ob deiner durch den Vent gekommen ist oder nicht. Es gibt Funk ja auf jeden Fall halt das auch, dass man übersieht. Genau, Funk könnte ich übersehen haben. Auch, damit ich überhaupt mal was sage, aber auch ganz ehrlich, aber ich möchte mal sagen, ich finde einfach vom Bauchgefühl Chiara sehr verdächtig in dieser Runde. die stand wirklich mega seltsam an so einer Konsole, die keine ist. Ziemlich lange. Das ich ist das Merkspiel haben. Gewesen. Ich hab geskippt. Du hast da nichts gemacht, habe ich genau gesehen. Funk, wenn du mich jetzt nicht ab. Okay, da wurde gewartet. Ich sammle Hinweise. Sepp hat für Funk, Lara für Dalu. Lara ist auf jeden Fall immer für Dalu. Das geht auch nicht so. Dalu, wieso hast du denn nicht für ihn gewotet? Ach, egal.
Ja, bitte. Nein! Okay, ich bin gegenüber okay, getötet. Okay, warte. Also ich kann direkt erstmal zurückziehen mit Chiara. Ich habe gerade Chiara gesehen, wie sie unten links neben Storage rausgerannt kam. Da ist keine Leiche zu sehen gewesen. Lass mal kurz reden. Also ich habe erstmal gegenüber von Reaktor gefunden in diesem kleinen Raum. Dein Kamera ist. Genau, ich war gerade links oder rechts? Rechts. Rechts von den Reaktor. Also es ist auf der linken Seite, aber rechts von Reaktor. Ja, dann kann es nicht gewesen sein, Lara, Asmugel. Ja, genau. Ich war mit Leon in Electrical und bin dann eingeschlossen worden und bin dann raus und Chiara kam mir entgegen. Aber ich weiß nicht, von welcher Richtung. Genau, Chiara stand vor der Tür bei uns beiden. Genau, die wollte, ja, sie wollte rein. Ich wollte einfach warten und ich dachte, wenn ich reingehe und eine Leiche finde, also, dann wart ihr beide das. Ich bin danach nach rechts gegangen, habe im Storage Donny getroffen. Darauf habe ich Asmugel getroffen im Gang und danach Sepp, der unten an den Shields stand. Genau. Das heißt, Asmugel, Donny, Sepp waren alle auf der rechten Seite. Genau. Donny, genau. Du meinst, du hast Chiara danach gesehen? Ich habe Chiara gesehen, aber mit ich habe die Map noch nicht ganz so drauf, aber mittig rechts eher so sozusagen. Okay. Ich war halt bei den Kabeldingern halt. Also was sein kann, Funk habe ich ganz am Anfang, bevor ich in Electrical rein bin, nach links gehen sehen, Richtung Kameras, Reaktor. Matteo ist dahin gegangen und Chiara könnte von da gekommen sein. Chiara, von welcher Richtung kamst du denn zu Electrical, also bitte? Also in die von Edmund. Ich habe die Kartengeschichte gemacht und dann bin ich habe gewartet, bis die Tür aufgeht und dann hat Funk, was hast du denn links gemacht, Funk? Ich war halt mit Funk alleine eine ganze Zeit und er hätte mich halt easy töten können in der ganzen aber Zeit. Funk ja, war kann ich mal ganz kurz was sagen? Ich bin ja eher der psychologische Spieler, ohne nicht der Beobachtende. Ich finde, Lara ist verdächtig ruhig gewesen die ganze Zeit gerade. Aber Lara war die ganze Zeit rechts, sie kann es nicht gewesen sein. Ja, ich war die hatten Alibi. Es kann nur Funk, Chiara oder Donny, glaube ich, gewesen sein. Stimmt. Matteo könnte es auch sein. Ich skippe. Lara. Matteo könnte es sein. Matteo natürlich auch. Leute? Ja, ich habe gefunden. Wen habt ihr gewartet? Ihr habt Funk rausgewartet. Funkster. Aber jetzt sehen wir haben es ja eingestellt. Okay, jetzt sehen wir es ja. Achso, ihr seht. Es war Funk! Oh mein Gott! Lara, ich komme für dich! Leise. Ich habe uns schon gemutet. Ich habe gerade im Electric jemanden gefunden, nachdem die Tür wieder aufgegangen ist. Also hat extra jemand getötet, danach die Tür zugemacht, damit keiner da reinkommt und die Leiche findet. Okay, konnte er den anderen Aufgang nehmen? Sein. Das hätte jeder. Also, okay. Also gab es da noch eine andere Tür in dem Raum? Electrical hat nur eine Tür. Aber hättest du die doch sehen müssen. Also... Nee, die ist doch unten. Zu gewesen. Die wird doch geschlossen. Ich kann ein paar Sachen sagen. Ich war in den Kameras. Ich habe gesehen, Asmugel kam von oben durch die Cafeteria runter zum Reaktor. Er kam von oben rum. Lara war in Navigation, ist dann nach oben in die Cafeteria und dann nach rechts gegangen. Chiara ist aus Navigation nach unten gegangen, könnte also Richtung Electrical sein. Matteo und Sepp habe ich nicht gesehen, zu denen kann ich nichts sagen. Ich war gerade im Medical und stehe jetzt in der Cafeteria. Wer ist mit mir in der Cafeteria? Stimmt, du warst im Medical drin. Stimmt. Ich war im Medical. Also eigentlich könntest du aus meiner Sicht nur Chiara oder Sepp sein gerade. Wer steht mit mir gerade in der Cafeteria? Ich bin genau unter Navigation gerade. Also möchte ich nochmal betonen, ja. Leon, sag nochmal, wen du nicht gesehen hast. Sepp habe ich gar nicht gesehen und Chiara ist nach unten gegangen aus Navigation. Also könnte Richtung Electric sein oder nach rechts. Ja, Sepp hat gefunden. Electric habe ich ja gerade schon alles gemacht, aber unten, genau, straight unten von Navigation bin ich, in diesem komischen Radioraum, was das auch immer ist. Okay. Wer steht denn gerade in der Cafeteria, bitte nochmal sagen? Ich stehe in der Cafeteria, bin gerade reingelaufen von Medical. Das ist der große Raum, in dem wir starten. So ein bisschen. Das ist der große Raum, in dem wir starten. Wer steht denn da drin? Ich stehe da drin, da muss noch jemand drin stehen. Ich habe gerade Leute gesehen.
Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein gerade. Also ich weiß es wirklich, nicht. Ich gebe nur 50% auf Chiara mal so, aber das reicht noch nicht zum Abstimmen, finde ich. Aber ich habe ja eh nur noch einen. Ich würde nicht die Kameras neben dir als Muggel. Ich meine, die Kameras nehmen dir die ganze Zeit. Ich würde nicht voten. Also ich sehe Chiara immer an irgendwelchen Geräten übrigens. Ey, votet mal nur, wenn es sicher ist. Weil ich habe geskippt, Skippt mal bitte. Wer hat jetzt Asmogel an Chiara gevotet? Warum denn? Ja, ich dachte, dass wir uns gerade drauf geeinigt hatten. No shit, wirklich. Nee, wir haben gerade gesagt, wir haben alle gesagt, wir wollen ihn nicht. Es ist immer noch ein Imposter. Okay. Warum willst du voten dann? Nein. Hä? Was ist denn? Okay. Ich glaube, wir müssen uns nicht entscheiden, oder? Die Leiche ist tot. Beim Mid-Bay ist die Leiche. Also, ist ein Medic, meine Schicht. Ach, Medic. Ja, sorry. So, warte mal ganz kurz. Also, ich will erst mal wissen, warum Asmogel Chiara gewortet hat, letzte Runde. Ich habe wirklich, wirklich, ich dachte, dass wir uns auf Chiara geeinigt hatten, aber es ist gut, dass sie nicht rausgeflogen ist. Dankeschön. So. Ich bin mir, also ich bin jetzt auch unsicher. Also, Chiara bin ich gar nicht mehr so 100% drauf. Ich habe zwei Vermutungen gerade. Habt ihr irgendeine Person weniger gesehen als alle anderen? Weil wir sind ja sehr oft eingesperrt worden. Also, du sagst, die waren Medbay drin, oder? Medic, ja. Also Med. Asmogel war die ganze Runde an den Kameras. Was man machen kann, man kann an den Kameras sehen, wenn jemand alleine in den Raum reingeht, vor allem Medbay, kann dann dahin wenden, einen Kill machen und dann wieder zurück zu den Kameras gehen, innerhalb von 10 Sekunden oder so. Und keiner würde es mitbekommen. Angelo, hast du schon alle Quests fertig?
Ich habe alle Quests fertig, deswegen gehe ich nur noch bei den Kameras. Wer hat denn noch nicht alle Quests fertig? Chiara hat, glaube ich, auch alle fertig. Ich habe noch nicht alle fertig. Ich habe schon ein bisschen getänzelt. Ich habe noch nicht alle fertig. Ich war gerade eben eingesperrt mit Sepp in einem Raum. Mhm. Ja, im und ich dachte erst, Sepp killt mich, aber dann ist nichts passiert. Okay, okay. Eine Sache noch, die ich sagen muss. Chiara und ich haben beide unsere Hand auf diesen Reaktor draufgepackt, damit wir das macht das jeder. Das kann man von dem Gaster machen. Also da, Angelo, das macht dich schon jetzt eher verdächtig. Warum? Ja, weil er halt einen Imposter auch kann, das weiß ich. Das wusste ich aber nicht. Ja. Okay, aber das reicht jetzt nicht, um ihn zu worten, oder? Nee. Das ist ja hardcore gelogen. Angelo, weißt du, Spiel so viel. Ich sag am zwischen Angelo und Sepp. Sepp kann es nicht gewesen sein. Ich war mit Sepp eingesperrt in Electrical. Ich sag, ist es als Moogle, aber ich vote für Skip, weil wenn alle fertig sind, bis auf Matteo, dann ist er nicht mehr lange, oder? Also ich Moogle habe ich jetzt gewotet. Lass mal alle in der Cafeteria. Nee, warte mal, wer muss noch Quest machen, den beschützen wir? Matteo. Ja. Matteo, alle zu Matteo. Ich sag, Matteo ist es. Und alle Geister bitte auch questen. Darf ich was fragen? Ja, bitte. Was ist, wenn jemand vor meinen Augen verschwindet? Was heißt das? Hä? Wie verschwindet? Du bist doch tot. Naja, als ich noch nicht tot war, ist jemand vor meinen Augen verschwunden. Ich sage jetzt nicht, welche Person, es gibt ein Vent, wo du rein kannst. Das oder kann oder man aber nicht. Leute, neue Runde. Hä? Das war Matteo, oder? Ja. Hallo. Also, voll, Matteo, ich konnte nichts machen. Hast du dich selber die ganze Zeit eingeschlossen? Ey, Gino, wir sind so schlecht, ne? Ja, Mann. Mein Imposter-Mate hat mich die ganze Zeit eingeschlossen. Wer war denn das? Matteo? Ja. Wieso? Ich habe gerade alle Türen vor deiner Nase zugeschlossen. Ja, weil ich, guck mal, ich konnte die nicht umbringen, weil du für mich gewotet hast in der zweiten Runde und es lag nichts gegen mich vor. Lara hat ich habe nicht gegen dich gewotet. Keine Ahnung. Doch, du hast nein! Ich hab nicht gegen dich gewotet! Fang, kannst du mal sagen, was du mich gemacht? Umgebracht hast, obwohl ich dich da noch warte wegkommen mal, ich hab lassen habe? Mein Chat sagt, ich hab irgendwas gut gemacht. Was? Du hast mich wegkommen lassen? Ja, ich hätte auch bestehen können, dich rauszuschmeißen. Und dann also, folgen wir alles? Max, du wurdest beschuldigt von Dalu. Und ich hab nicht für dich gewotet. Ich auch nicht. Aber Jungs auch nicht. Ich hab in keiner Runde hab ich für jemanden gewotet. Das Problem war, dass er am Ende... Wer waren denn jetzt die beiden Bösen? Frank und Matteo. Ja. Okay, Frank und Matteo. Okay. Wisst ihr, was das Problem war? Das Problem war, am Ende sind alle wieder zu dritt rumgelaufen, dann konnte ich keinen Kill machen. Was soll ich da tun? Was macht man denn dann? Hab ich gesehen, ja. Hättest du einen Alarm auslösen können nochmal? Ja. Wenn du weißt, alle sind zum Beispiel irgendwie auf der linken Seite oder auf der rechten Seite gegenüber den Alarm auslösen. Ja, dann alle gemeinsam machen den Alarm aus. Warte mal, warum laufen wir denn nicht von Anfang an alle in der Gruppe rum? Ja. Weil du in der Gruppe auch einen umbringen kannst. Ja, okay. Und dann Gino, siehst du auch nicht wieder. Schau, ich muss zwei spielen. Matteo. Ja. Aber wie lange habt ihr gebraucht, um das so zu verstehen, wie ihr gerade spielt mit euren ganzen Genre und sowas? Ihr seid so krasse Profis. Einmal gespielt, wie gesagt. Okay, dann bin ich einfach wirklich zu dumm dafür. Nee, das kommt gleich. Nee. Das kommt gleich, Donny. Das Ding ist, ich glaube, alle, die gespielt haben mehrere längere Sessions auch gemacht. Ja, ich habe eine längere Session gemacht.
Eine lange Sonny, es liegt an unserem Alter. Weißt du, diese jungen Kids hier. Ja, ich weiß, scheiße. Ich hab extra nochmal gedabbt vorhin. Das hat nichts gebracht. Okay, wir machen aber noch eine Runde, aber eine oder? Ich hab's Gefühl. Frage. Klar. Ja, hast du jemanden wenden gesehen, weil du gemeint hast, irgendwer ist verschwunden? Ja, das wollte ich die ganze Zeit fragen, weil ich glaube, das war ein Panda. Der stand direkt vor mir und auf einmal, pups, war er weg. So, aber auch nicht weggelaufen, sondern er ist einfach... Das könnte ein D-Sync dann sein. Das kann ein D-Sync wahrscheinlich. Es gibt ja die Vents, diese Lüftungsschächte, da kann man reinspringen, aber das siehst du dann auch, ist eine Animation, da springst du dann rein. Das habe ich übrigens gemacht bei dem Mord, wo ich dann mit Sepp gefangen war in Electrical, bin ich in Electrical reingesprungen durch den Vent und habe mich dann eingesperrt. Aber das ist das, was Lara meint, weil vorher hast du sie umgebracht. Warum hast du mich dann nicht getötet? Nein. Weil ich da vor dem Mord gegangen habe an Lara. Oder wer das war. Und das ist das, was Lara meinte. Danke. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Wie kann man denn diese Türen schließen und öffnen? Wenn du Imposter bist. Genau, dann kannst du ja Sabotage drücken. Dann gibt es zwei Knöpfe. Einmal das System sabotieren, dann ist zum Beispiel Reaktor-Meltdown oder so. Oder das X, dann schließt du die Türen. Aber warte mal, dann ist es quasi, wenn ich jemanden sehe, wie jemand eine Tür zumacht, auch ein klares Indiz, dass es ein Imposter ist. Das kann von überall gemacht werden. Genau, das ist ganz tricky. Weil man sie auch eingesperrt hat in dem Raum. Ja, du kannst auch von überall aus den Alarm machen oder irgendwelche Hindernisse machen. Max hat mich einfach immer in jedem Raum eingesperrt, weil er dachte, ich habe ihn rausgebaut. Richtig, und ich dachte, den anderen fällt das irgendwann mal auf. Ja, Mann, Max, ich hab dich nicht rausgebautet. Du hast aber reported. Nein! Nee, oder? Doch, hast du. Ach stimmt, ja, ich hab reported, um uns natürlich, um natürlich die Aufmerksamkeit auf andere zu lenken. Aber reporten ist doch okay. Ja, aber andere lenken. Let's go! Okay, let's go. Nächste Runde. Wir sehen uns da. Ja, good luck, Stefan. Bis gleich. Komm. Stellt euch alle. Ey, das ist einfach dieser Electrical-Raum. Du gehst da rein, entweder stirbst du oder du findest jemanden, der tot ist. Also Chiara kann ich auf jeden Fall schon mal in Schutz nehmen. Sie war es nicht. Wir standen gerade genau nebeneinander, als es passiert ist. Angelo ist, glaube ich, noch im Konferenzraum, oder? Wann passiert ist? Wann ist es passiert? Ich bin relativ weit oben. Ja, hast du nicht gerade... Wo ist denn Gino? Ja, gute Frage. Ich bin irgendwo unten in der Mitte. Mhm. Das kann aber nicht sein, da war ich nämlich gerade und bin dann zu Electrical gelaufen. Nee, ich glaube, wir sind uns gerade entgegengekommen. Welche Task hast du gemacht, Gino? Das kann nicht sein. Doch, das hätte ich gesehen. Irgendwer ist mir gerade entgegengekommen, aber ich weiß die Farbe nicht mehr. Was ist das Letzte, was du gemacht hast als Aufgabe? Ich habe diese Steine und Blätter entsorgt. Wo denn? Einmal ganz unten links und einmal unten in der Mitte irgendwo. Und das war das Letzte, was du getan hast und die 20 Sekunden danach? Ja, und dann bin ich hochgelaufen. Ah, ja. Ja, Download. Okay, Download habe ich gemacht und bin ich hochgelaufen, genau.
Nee, das ist schon okay. Dalu, für was reicht dir das? Nee, schön. Wer ist mir denn gerade entgegengekommen überhaupt? Das war ich. Ja? Wir haben so voll belastet und dann so, das war ich. Muss ich ein bisschen umhören, ja? Also Mugel und Chiara waren in Admin mit mir eingesperrt, weil die Tür zu war. Also ja, Leon war gerade neben mir, als reported wurde. Aber ich war die letzten 30 Sekunden an Kameras. Er hat eine Task. Warte, da sind Kameras? Ich war die ganze Zeit in Kameras da. Wieso warst du nur bei den Kameras? Na, ich wollte ein bisschen mich umschauen. Was du hast doch keine Task gemacht. Hast du keine Quest oder was? Doch, ich habe schon Task gemacht. Was hast du denn schon gemacht? Ich war im Electrical, hab da Wires gemacht und den Strom aktivieren. Aber warte mal, Electrical, wo der tot ist? Ja, da war ich am Anfang. Als der Oxygen war. Weil ich bin am Anfang nach links gelaufen, hab im Medical Bay eine Minuten-Quest gestartet. Es gibt mal. Ja, wir merken uns das. Okay, Gino und Leon. Matteo, wie löscht man Menschen? Aha. Alter Donny. Leute, ich hab mitten in der Tat Theo wieder frisch erwischt. Ich war gerade bei der Aber wir sollten uns das trotzdem anhören, bitte, bevor ihr der Anfang gevotet wird. Sonst ist also einmal ganz kurz. Sein, oder? Ich kam gerade eben aus Electrical raus. Da war ich gefangen mit. Wer war mal mit mir drin? Kann mal bitte kurz die Person, die die Leiche gefunden hat, ein Statement abbringen? Irgendwer noch war bei mir gerade eben im Kabelraum, denn? Oder? Das war Matteo. Du hast die Leiche gefunden. Matteo war mit dir im Kabelraum. Chiara, ich bin da reingelaufen. Du standst da und ich kam vor aus Electrical raus. Wer war an der Tür? Ich war eingesperrt mit jemandem in Electrical. Ich bin euch entgegengekommen, ihr seid beide rausgegangen. Richtig. Und wer war dann mit mir drin eingesperrt? Nee, Chiara war mit dir eingesperrt. Und dann, als aufgegangen ist, bist du rausgegangen und Chiara danach, glaube ich, ne? Ich wusste gar nicht, dass wir eingesperrt waren, weil ich meine Aufgaben gemacht habe. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber dann ist Matteo rausgegangen. Ja, und dann bin ich danach raus. Genau. Und Matteo, dann hast du die Leiche gefunden. Du hast den Mord gesehen? Auf frischer Tat? Auf frischer Tat. Ich habe sogar die Animation. Aber wie und wo? Rumgeredet? Das ist ja dann eine eindeutige Aussage. Nee. Okay. Ja, es ist eindeutig, aber das Alibi passt auch, weil Chiara und Matteo habe ich gesehen im Electrical. Und Matteo aber Sepp, du hast mich doch gesehen. Wie soll ich denn den Mord dann begangen haben, wenn Chiara... Ich bin Electrical reingegangen, du bist rausgegangen. Du hast ihn draußen getötet. Warum wurde ich denn so lange verfolgt? Das interessiert mich nur nebenbei. Ich habe gar keine Ahnung, wen ich verfolge. Ich versuche einfach die ganze Zeit. Donny war bei mir in der Nähe. Donny und Leon waren bei mir in der Nähe. Das war rechts. Das ist, die sind safe. Und Lara war rechts um den Cafeteria. Ja, aber im Moment safe für den einen Mord. Ja, aber es gibt zwei Böse. Ja, aber es geht jetzt erstmal um den einen Mord. Ist noch einer tot? Ich versuche beide Morde zu. Also ich versuche beide Trails. Also, ich sag richtig, das Matteo. Also müsste ja Matteo oder Chiara sein, oder? Wenn wir jetzt Matteo voten und er ist unschuldig, müssen wir Emergency Chiara voten. Ey, ich erinnere mich daran an die letzte Runde, wo ihr genau dasselbe gemacht habt, wo ihr mich rausgevotet habt und ich war unschuldig. Henny, du warst schuldig, oder? Nein, davor die Runde. Ah, okay. Da war genau dasselbe. Chiara hat gesagt, ich war's, dann wurde ich rausgevotet. Du bist tot. Du bist übrigens tot, Matteo. Ah, du warst übrigens im Postraum. Das scheiße, Mann!
Gino ist wieder tot. Links oben beim anderen Fueltank ist die Leiche. Ja, und da war Chiara auch gerade. Ja, genau, du bist mir gerade entgegengelaufen. Aber ich wollte ja auch Richtung Cafeteria und ich habe gesehen, dass bei mir Reporten aufblinkt. Ich habe es aber nicht gesehen und habe ich mich genau umgeschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell wurde da gemurkst? Das ist echt eine gute Frage. Im Moment, Gino ist tot und liegt oben links. Oben links, ja. Da kam ich gerade her. Nach ich habe da gar nicht gesehen. Der lag über diesem Tank-Ding, also wirklich komplett in der Ecke. Ja, dann war das nach dem Alarm, den Gino hat oben rechts nämlich ausgemacht. Aber Moment nach unten gerannt war Chiara. Aber Chiara war da in der Ecke und hat da kam aber sowas von schnell von da oben runter. Chiara hat gerade den ersten Imposter rausgeworfen. Ich weiß nicht, wann der Report losgeht und wie lange eine Leiche da ist. Chiara wird nicht einfach so einen Imposter vor den Karren werfen, obwohl wir sonst nichts gesehen haben. Genau. Außer sie wusste, dass Sepp vor der Tür steht und sie hat einfach gesagt, bevor ich rausfliege, schmeiß ich Leo vor den Karren, finde ich gut. Aber man kann auch nicht immer denken, dass die Person, die reportet, ständig ist, dann hau ich mich nie wieder leichten Reporten. So, aber Lara stand relativ lang in Electric. Aha. Ist auch, glaube ich, immer noch da. Redet nicht. Nee, Lara ist bei mir. Ich sag's ehrlich, Leute, ich bin Bauchgefühlspieler. Ich check's ja immer noch nicht so ganz. Ich war genau in der Ecke gerade, den ihr beschrieben habt. Da war Chiara und da ist gerade jemand gestorben. Keine Ahnung, mehr kann ich nicht sagen. Ja, der war ja schon tot. Na, klar war ich da. Ich muss ja dahin, um zu reporten. Ja, ich wollte gerade von Navigation bei diesem Merkspiel, wollte ich hoch rechts und dann habe ich halt unten rechts gesehen bei Reporten, dass es aufgeblinkt ist. Wen votet ihr jetzt? Ich weiß nicht, wen ich voten soll. Ich skippe. Ja, niemanden. Okay. Deshalb. Wir haben nur einen. Wir voten, wir skippen die ganze Zeit. Genau, einer ist kontrollierbar. Einfach vielleicht schaffen wir die Tasks auch. Die Tasks machen. Genau. Ja, danke Lara, ne? Merke ich mir. Auch Gefühl. Donny. Lara muss immer jemanden töten. Okay, also ich habe gerade Dalo und Chiara, warte mal kurz, Dalo und Chiara waren unten bei mir. Lara, wo bist du hingelaufen? Ich bin jetzt wieder in Electrical rein, weil ich dann noch die eine Aufgabe habe, die ich noch nicht... Wo war denn die Leiche? Warte ganz kurz, Donny, wo bist du? Ich bin, glaube ich, in der Nähe von der Cafeteria noch. Ich habe da irgendwie dieses Kabel versucht zu machen, aber ich check's nicht. In der Cafeteria. Also, wir waren vor Navigation, vor Admin eingesperrt. Lara war unten in Storage drin. Sie könnte nach links oder rechts gegangen sein. Wir sind gerade zusammen nach rechts gegangen, zu Communication, dann ging der Alarm los. Ich bin nach oben zum oberen Oxygen und vor Navigation lag die Leiche gerade von Sepp. Sepp ist ungefähr vor 20 Sekunden nach rechts oben gegangen, von Navigation aus, von Admin aus, durch die Cafeteria alleine. Deswegen habe ich gefragt, wer wo ist. Erst war. Es müssen Lara oder Donny gewesen sein. Es war Donny. Er war mit mir oben links, hat mich gesehen, wollte mich verfolgen. Wir sind in Cafeteria gerannt. Ich bin nach unten abgehaut. Er ist rechts weitergelaufen. Sepp kam ihm entgegen. Zack, abgemurkst. Wir haben ihn gefunden. Das war's. Fall gelöst. Hä, das ist... Ich. Das ist es. Ich weiß überhaupt nicht mal, wie das funktioniert. Ich war die ganze Zeit eigentlich noch in der Anfangsgegend und hab einfach versucht, dieses scheiß Kabelding zu machen. Ich bin mir sicher. Es gibt Kabel bei deinem Kabel. Aber wieso? Aber ich muss mich hier auch verteidigen. Mal. Wenn er das doch jetzt so sagt, dann muss er doch das sein. Das ist eine gute Verteidigung, ja. Mann, ich bin dumm, ich kann das nicht, ich finde es nicht. Okay. Wenn ich falsch liege, was, Lara, komm. Nein. Oh, nice. Schade. GG! Schade. Wie oft ist Matteo jetzt eigentlich Imposter? Ich bin jedes Mal Imposter übrigens, ja.
Aber hey, gut zusammengeleitet, ohne Witz. Also das war echt saugut. Ich hörte nicht das VOD an von mir, wie ich über dich rede, weil ich so gelaufen bin. Wir haben gelernt, die Leute, die mich beschuldigen, sind Imposter. Ich sage sie jetzt. Aber Chiara findet auffällig oft Leichen, oder? Ja, aber Chiara läuft halt viel rum, glaube ich. Ey, ja, na klar, ich mache meine Arbeit. Ich bin klar, klar, klar. Na, ich bin fleißig und unschuldig. Ja. Ich arbeite Also ich würde noch eine Runde mitmachen. Das ist ja, okay. Ja, natürlich. Oh. Einer geht noch. Ich liebe es. Ich will das nicht mehr. Aber wie gut du das zusammengereimt hast, ey, Respekt. Also genau so war's. Ich hatte dich vorher schon. Links und dann ist er da hingegangen und dann war der da. Also, ich hatte dich vorher schon, aber deswegen bin ich auch immer auf Abstand zu dir gewesen. Ja, du hast mich schon gekocht. Ja, ey, ich hatte dich schon. Aber das ist aber noch, okay, ich lerne von euch. Okay, okay. Oh. Ich probiere auch zu lernen, aber Carlo macht gut vor. Das ist... Also ich sag gerade noch, boah, ich habe so lange jetzt überlebt, boah, jetzt sterbe ich bestimmt. Und zack, kommt Donny um die Ecke und murkst mich einfach ab. Ja. Aber das war übrigens mit Chiara, das war so lustig, weil ich sage wirklich 5 Sekunden vorher, ich bin noch nie gestorben. Völlig easy. Er kommt aus dem Band raus und murkst mich um, Alter. Ich rechne jetzt nur noch so. Ey, aber das war so krass versteckt. Ich hab's wirklich nur gesehen, weil das mein Report war. Ja, let's go, let's go. Ich hab dass die Lobby anschlägt, deswegen. Okay, viel Spaß, Leute. Jo, im Bus! Tschüss! So, jetzt mache ich euch alle weg. Ich auch. Okay, könnt ihr mal aufhören, Genom zu bringen erstmal? Ich sag's direkt, ich war oben links. Ich sag's direkt einfach nur okay. Auch von the Gate, ich war oben links. Die Leiche, Matthias. Keiner in der Gegend. In Electrical gefunden. Wirklich jetzt? Ich hab ja, ja. An Gino, du reingehen. Das ist okay. Rex-Raum in ich hab da 3 Tasks, ich muss da reingehen. Leon und ich sind rechts. Mit Lara. Können wir also, uns noch einigen, Electrical nur als Gruppe zu bedienen? Ja, ja, irgendwie so. Also, ausschließen würde ich direkt Sepp, weil der hat am Anfang und oben eine Task gemacht in der Cafeteria und ich muss dieselbe Task machen. Genau, Matteo könnte es auch nicht gewesen sein. Ja. Wer hat den Cowboy-Hut? Ich war mit 2 Leuten im Admin gewesen. Ich bin Käse. Nee, Donny ist Käse. Wer war direkt am Anfang Admin gerannt? Runter und ich rechts? Ich nicht. Ich stand da bis eben gerade, weil diese scheiß verfickte Karte. Ja, okay. Ich hab schon gesagt, dass ich mit 2 Tries zu lange gebraucht habe. Ich hab Angst, Frank verdächtigt mich jetzt. Und dann steht er da noch länger. Ja, kann ich bezeugen. Original. Kann ich bezeugen. Okay, warte mal. Okay, Angelo, was hast du für einen Anruf? Du hast also jetzt gerade eben die Checkkarte gemacht. Also, ich habe ich war schneller. Matteo hat die Leiche reportet, oder? Ich habe reported in Electrical, ja. Genau. Okay. Ich hab die Karte gemacht bei Frank, das kann er bestätigen. Ja. Super. Und okay, dann wollte ich Electrical gehen und gerade in dem Moment, wo ich unten in die Tür reingegangen bin, wurde reported. Donny, ich dachte, du hast mich beobachtet, wie ich das mit der Karte gemacht habe. Bist du auf einmal in Electrical gegangen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, deswegen. Ich war fertig mit der Karte. Also Donny, ich hab beim ersten Mal. Und dann hast du bei mir zugeguckt, weil du konntest es bestätigen, dass ich lange gebraucht habe. Ne, du standst schon dran. Wie lange standest du an der Karte? Ja, bis eben gerade. Naja, wenn das stand, kann die ja nicht gewesen sein. Das ist ja so gut. Ja. Funk war es wahrscheinlich nicht. Ja, nee, wahrscheinlich. Nee. Ja, wir können nicht warten, Matteo, guck mal bitte, ob Angelo bei dir jetzt ist. Guck mal. Ja, nee, sieht man nicht mehr. Wir spawnen in der Cafeteria, glaube ich, oder? Ach ja, scheiße. Ja, das kann man nicht sehen. Seppi. Ja, das kann er ja überprüfen immer. Donny hat Asmuggel gewotet. Warum das denn? Ich habe einfach irgendwas. Ich war gerade wirklich verpeilt. Ich habe einfach irgendwas gewotet. Ach, ja. Ich check es, wenn es gibt nicht. Sorry. Okay. Ja. Thank you.
Okay, was ist jetzt? What? Was ist? Ich hatte gereportet. Asmugel und ich habe es nicht gesehen, sind nach unten gelaufen vom Cafeteria. Asmugel ist tot. Die Tür ist zwischen uns zugegangen und dann habe ich mich direkt an den Button gestellt, weil ich mir gedacht habe, dass wir getrennt wurden. Und nach dem Alarm, wenn Alarm ist, kann ich nicht drücken. Ich weiß nicht, wer es war. Panda kam von rechts, Chiara kam von links. Die beiden kann ich ausschließen, weil die es nicht gewesen sein können. Funk und Donny habe ich auf der Kamera gesehen, weil ich vorher in dem Kameraraum war. Relativ Leute, weit weg, stopp! Würde ich sagen. Sag mal, du bist echt der Rain Man. Nein, stopp. Stopp. Dalu ist es, glaube ich, weil ich stehe aktuell an den Kameras. Nee, ich meine, du hast mich doch. Wer hat das gesagt? Entschuldigung. Oh, da hast du aber sehr viel gestottert. Nein, das ist aber sehr stotterig. Ja, weil im Discord redet Bonjour und da redet drei Leute. Ja, das bin ich, Matteo. Also, Matteo steht gerade an den Kameras. Ja, pass auf. 10 Sekunden lang Leute beobachtet. Genau, jetzt aber pass auf. Funk und Donny können aber confirmen, dass sie zusammen waren. Kurzzeitig. Ist schon mindestens 15 Sekunden vor dem Alarm. Mit wem bin ich denn gerade da in dem Raum? Danach bin ich nämlich losgelaufen. Chiara kann confirmen, dass ich ihr entgegengelaufen bin. Ja. Und Panda kann confirmen, dass ich ihm entgegengelaufen bin. Ich stand an dem Knopf. Panda war in der Cafeteria zu dem Zeitpunkt. Er stand an dem Knopf, das stimmt. Berühmte letzte Worte. Ich stand an dem Knopf. Ja, ich stand am Alarmknopf, weil ich ausgesperrt wurde. Wer stellt jetzt unter Verdacht überhaupt? Asmugel und noch wer ist also da unten gegangen? Also Matteo hat Dalu jetzt gerade verdächtigt. Nee, ich hab nur gesagt, es Matteo, ist strange. Ganz ehrlich, du hast dir gerade selber verkackt, kann das sein? Ich glaube, Matteo ist es. Nein, nee, Matteo ganz ruhig. Ist an den Kameras und Dalu steht an den Kameras. War irgendjemand bei der wesentlich früher an den Kameras? Das stimmt schon. War irgendjemand bei Admin? Nee. Genau, ja, aber wenn der das zugibt, dann wer? Ich will Dalu. Warum gibt's niemanden? Ich will hier gar keinen. Skip. Das ist zu verzweifelt. Skip. Donny, jetzt schon das zweite Mal, dass Donny jemanden votet, obwohl wir skippen wollen. Donny! Merkt euch das bitte, falls ich rausfliege. Aber wer beschützt. Okay. Scheiße. Hab ich gedrückt? Ja. Wer auch immer gedrückt hat. So, ich hab gedrückt. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt, ich sterbe gleich. Ey, also. Ich muss mich ganz kurz nochmal entschuldigen für meine Votes. Ich check das immer noch nicht mit dem Skip. Sorry, das ist kein Problem. Kein Problem. Also ich kann eine Person 100% confirmen. Und zwar, ich war unten links und habe gesehen, wie Chiara in einen Vent gesprungen ist. 100%. Okay. Völlige. Hä? Ja, was, hä? Was heißt das? Moment, Da ich Matteo vertraue, reicht mir das. Es gibt wirklich Situationen, Chiara, sag mal. Was denn? Hab ich nicht. Ich war hast unten du nicht? Halt. Ich will mir nur anhören, wie du lügst, damit ich für die nächsten Runden lerne. Sag mal ein bisschen was.
wir es genießen. Nein, weil ich Matteo will noch das nochmal. Wen sagst du? Auch schon. Ich will keinen Emergency Call machen, deswegen das muss ich. Ich hab's nicht verstanden, akustisch, Matteo. Wen hast du jetzt gesagt? Auf jeden Fall. Yara. Alter, das war. Ja, also er würde nicht zum Emergency rennen, um das random zu callen. Das muss safe sein. Er muss es gesehen haben. 100%. Also wir sehen doch auch, was passiert, wenn du rausfliegst. Also von daher, das kann er nicht riskieren. Ihr könnt mich rauswerfen, wenn es nicht stimmt. Ihr könnt mich sofort rauswerfen, wenn es nicht stimmt. Und geil. Was ist das für ein Bullshit? Hast du gerade gesagt, jetzt noch unsere Namen oder wie? Funk übrigens. Ja, macht links. Ja, wir beide haben da instant aus. Es war mega schnell. Verdammt! Ja, Leute, können wir vertrauen. Diese Runde zumindest. Vertrauen, das war Matteo. Interessant. Okay. Wer hat gefunden? Ich habe gefunden in Electrical. Und wir waren, bevor Strom aus war, zu viert unterwegs. Ich glaube, Sepp war erster drin, hat Strom ausgemacht. Oder war das Sepp? Strom angemacht. Ich habe Strom angemacht. Strom angemacht. Du bist rausgekommen. Danach sind Lara und ich nach links weggegangen. Dann habe ich drei Leute oder so mit oben an Mad Bay gesehen. Und als wir wieder unten waren, war Leiche in Strom. Also Lara war die ganze Zeit bei dir. Lara war auf jeden Fall vor mir. Sie kann nicht mir entgegengelaufen sein, um zurückzulaufen. Das geht nicht. Also Lara, schließt du aus? Lara safe aus. Okay, es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Funk oder es ist Dalu. Sepp schließe ich 100% aus. Ja. Lara ist mit mir rumgelaufen. Nee, ist es nicht. Ja. Funk ist mir aber auch lange hinterhergelaufen und ich dachte erst, er will mich töten, aber er hat es dann nicht gemacht. Also nee, warum so? Ja, die Frage ist, hast du den Mord da vielleicht schon begangen und warst noch auf Cooldown? Das könnte sein, ne? Also ich bin nicht bei dir gewesen, weil du würdest niemals deinen eigenen Imposter nochmal so anschwärzen, wie du es bei mir gemacht hast. Mann, Matteo ist 100% safe, weil er den Alarm nicht ausgelöst hätte sonst. Ich bin halt bei dir gewesen, weil ich wusste, okay, du bringst mich nicht um. Und wenn ich umgebracht werde, kannst du entweder sofort reporten oder ich, wenn du umgebracht wirst. Ja. Aber jetzt pass auf, doppelt smart. Chiara ist schon raus. Wir haben eh nur einen. Die Tasks sind fast fertig. Wenn wir jetzt einen voten, ist die Zeit viel zu gering. Sonst würde. Nein. Leute, wir machen es so. Wer hat denn noch eine Quest? Wer hat noch eine Quest? Ich habe noch zwei. Ich habe keine mehr. Es ist Dalu. Nein. Wenn du jetzt einen rausschmeißen willst, wo, weißt du kannst als Einzeltrader nicht mehr gewinnen, wenn wir jetzt die Quest machen. Lass alle zusammen mit Funk rumlaufen, bis er die Quest fertig hat, dann haben wir gewonnen. Ich bin oben rechts. Welche Quest hast du noch, Funk? Welche Quest hast du noch? Es muss noch wer eine Quest haben. Der Balken ist noch nicht so weit. Ich bin fertig. Die Toten, Oh Mann, wir müssen skippen. Wir sind tot. Toten bitte eine Quest machen. Wieso muss man skippen? Oder die Toten fertig questen, ja. Sepp und Lara, bleibt zusammen. Bleibt zusammen, bitte. Ja, wir gehen mit Funk. Wir gehen mit Funk. Weiß nicht, ob das so sicher ist. Geht. Weiß nicht. Oh Gott, oh Gott.
Die auf. Funk. Die das Aufgabe ist fast abgeschlossen. Ich downloade gerade den Scheiß. Sepp ist auf mich zugelaufen. Wirklich, als ihr alle. Irgendeiner hat einen Snack-Kill gemacht. Ist Sepp mir immer wieder näher gekommen. Wirklich. Ich habe gerade. Also, ich downloade gerade. Ich downloade. Funk. Es sind wieso bist du noch mal einmal nach oben links gegangen? Weil du mich verfolgt hast. Weil alle standen rechts an der Tür. Wir sind doch alle safe. Nein, lass mich aussehen. Ey, lass mich aussehen. Okay. Also, alle standen rechts an der Tür. Und du bist immer wieder auf mich zu. Immer wieder auf mich zu. Alle blieben rechts. Aber du bist mir gefolgt. Deswegen, ja, aber ist doch egal. Nein, und dann ging die Tür nämlich vor mir zu. Und du warst bei mir. Aber hinter dir war zum Glück Matteo. Hä? Aber ja. wir sind doch alle zu viert immer rumgelaufen. Matteo, das ist total egal, war ob ich bei dir weg. Bin. Ich war die ganze Zeit weg. Ich habe meine Task gemacht im Cockpit. Und als ach, du brauchst es noch. Und als Lara stand auf Funk und Sepp ist wirklich dahin gerannt. Ja, aber ich stehe die ganze Zeit daneben. Dalu genauso. Wir stehen alle drei gerade auf Lara. Ich stand immer auf Abstand, damit das nicht passiert. Sepp, kannst du Dalu ausschließen? 100%. Nee, kann ich nicht. Der steht einen Meter links neben mir und da ist die Leicht von Lara. Sepp, pass auf, wir beide müssen uns jetzt entscheiden, weil einer von den beiden ist es 100%. Aber wieso? Nein, wieso, Frank wieso? Hat es doch gesehen, Matteo, was ist denn? Was hat er gesehen? Dass er. Was ich erzählt habe. Gerade wieder Manga gelesen oder was? Ich hab geil geschlafen. Was ist los? Wer ist es? Sepp hat Lara umgebracht. Nein, warum? Was denn? Warum? Weil du nein! Hä? Matteo und ich. Egal. Er hat es gesehen, Matteo, weil wieso, Lara auf ihm stand. Das kann doch nicht sein. Wieso? Dalu, du bist ja also sicher, dass es auch Sepp war? Ja, hundertprozentig. Nein, ist völlig gelogen. Oh mein Gott, ich habe noch nie so eine schwere Entscheidung in meinem Leben treffen müssen. Alter, müssen wir gewonnen haben. Jetzt ihr seid, du hast, ihr seid echt. Das ist safe, haben wir. Was? Ja. Matteo, ich habe dich die ganze Zeit benutzt. Ich habe gesagt, es ist super riskant, dich leben zu lassen, weil du mich auf dem Kieker hast, aber ich wollte dich unbedingt dabei haben. So krass. Oh, ich wurde noch nie so hintergangen in meinem Leben nicht. Ey, Dalu's Plays sind so krass, Alter. Einfach. Das gibt's nicht. Ich habe gespielt. Das ist so krass. Ich habe das gesamte Spiel, habe ich Sepp 100% vertraut, bis zum letzten Wort. Und ich dachte so, hä? Funk, warum hast du es denn auch geglaubt? Funk hat's geglaubt und dadurch war halt die Mehrheit da. Dann waren es 2-1 und dann bist du halt natürlich. Oh mein Gott. Dalu, wie viele Spiele hast du auf dem Buckel? Wir hätten so easy runterspielen können, ohne zu voten. Oh no. Nee, er war stark gespielt. Also Dalu ist so krass. Alter, Dalu ist der echte so Columbo-Mörder. Es ist der böse Zwilling von Columbo. Ja, es tat mir so leid, dass ich dich mitvoten musste. Nee, ich hätte es jetzt auch gemacht. Er hat mich halt einfach erwischt und ich dachte so, fuck, ich muss direkt zu einem anderen Vent rüberporten, damit ich ihn auch töten kann. Und ja. Du hattest mich einmal. Ich habe mich Madbay reingewendet, du kamst oben rein. Ich dachte, okay, das war's. Und du rennst oben raus, rennst Cafeteria. Nee, Lara war das. Also ich war out of range anscheinend. Ja, du kamst beim Matchway raus, da ist Lara gerade mit Sepp sind beide reingelaufen. Ja, ich und ich stand dann auf einmal und ich dachte, okay, das war's. Oh mein Gott, mein Herz. Und dann hast du reportet, ne? Und dann hab ich die Leiche schnell reportet. Ach, Diggi, Alter, ich dachte mir so, du bist so ein Schlitzohr, Alter, holy shit. Mega gut. Aber eine Frage, als dieser Alarm links war, wo Dalu und ich die Hand auflegen mussten, kannst du als Imposter auch... Ja, kann er. Ich wollte dich als Alibi haben. Deswegen habe ich dir zu 100% vertraut. Ich habe das auch angemacht, als wir beide die Nächsten daran waren, dass nur wir beide das machen. Oh mein Gott. Und wir haben voreinander so ein Wubbel. So, wir haben so gewubbelt. Ja, genau, ich habe es dann gut gemacht. Ja, Wubbel, ja. Scheiße. Oh Mann, Sepp, es tut mir so leid. Ich habe dir so vertraut. Hey, Alter, Matteo, das war nice. Das war ein guter Vote. Ah, Sepp, sorry. Guter Vote.
So, ein letztes noch, oder was? Ja, ein letztes noch, oder? Ja, komm, schnell. Ich bin leider raus, Leute. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß. Alles klar. Gut, danke, Donny. Tschüss, Donny. Mach's gut. Ciao. Ciao. Okay. Ein letztes noch. Okay, ja, auf geht's. Nee, ich kann leider nicht. Ich muss leider raus. Ja, so, alles ist alles gut. Mach's gut, Donny. Hau rein, ciao, Donny. Ciao. Viel Spaß noch. Donny. Danke. Danke. Tschüss. Ich hoffe, Gino lebt diesmal ein bisschen länger. Das hoffe ich auch. Ja, aber Gino, ohne Scheiß. Ich reduziere um eine Common Task, ja? Weil wir ja jetzt weniger sind. Ja, okay, ja, genau. Okay. Oh Mann, ey, das tut mir so leid. Sorry, Leute, ich will eigentlich gar nicht lügen. Ja. Oh, du bist so geboren, Dalu. Scheiße, komm, wirklich. Scheiße, ey. Wo war das? Oben links. Ja. Boah, gleich zwei Leute. Das muss also die Wire, das muss die Electric Gang gewesen sein. Wer hat denn rechts ausgemacht? Die sind alle safe. Ich war da mit Gino und Leon, Funk. Genau, Leon, Funk und ich waren hier am Schlüssel rechts. Was meinst du mit ausgemacht? Also es war doch Oxygen, war doch genau. Genau. Ich hab den Atmenraum. Ich hab den in den Atmenraum aus. Ich stehe gerade im Cockpit ganz links. Ganz links? Rechts, sorry, ganz rechts. Ganz rechts ist besser als ganz links. Ganz, Leute, ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe die Quest gemacht, wo man erst dieses Raumschiff lang draggen muss, so eine Line, und dann muss man eine Zielscheibe auf so ein Fadenkreuz draufziehen. Mhm. Also wie lange hast du das vom Spiegel geübt, Matteo? Matteo ist safe Inno, da bin ich mir relativ sicher. Also ich sag erstmal so 90%, aber das reicht ja schon. Und Funk bin ich bei 70%. Der ist auch ein Guder. Also, wer kann Dalu ausschließen? Ich nicht. Niemand. Also, ich weiß, das Problem ist, Dalu ist halt smart und der wird jetzt einfach, der zieht jetzt Leute zu sich, damit die ihn decken. Wenn Dalu jetzt sagt, Matteo ist safe, dann denke ich, Dalu ist ein Guter. Aber das ist, will er ja. Nee, okay, ich sag dir auch, warum Matteo safe ist, dann verrate ich das halt jetzt schon, das wäre aber für später immer besser. Matteo hat als allererste Mission die Wires unten gefaked. Also wenn gefaked? Überhaupt gefaked. Ja, du standest da, ich kann es ja nicht sehen, ob du sie gemacht hast. Du hast als erstes Wires unter Admin gemacht. Das ist ein guter Move oder halt safe. Und Lara kam übrigens entgegen. Okay. Ja, du bist mir entgegengelaufen, als der Alarm losging und bist dann nach links oben gelaufen. Genau, ich bin nach oben links gelaufen und da habe ich auch die Leichen. Lagen die beiden Leichen beieinander? Ich habe nur eine gesehen. Wir skippen erstmal. Okay, wir skippen. Alright. Scheiße. Scheiße.
Okay. Oh, so, ist er mir muted, glaube ich. Okay. Okay, wir müssen einmal reden. Wo war das? Wer war gerade bei dem oberen Oxygen? Ich. Alleine? Nein, da kam gerade jemand dazu gelaufen. Ich kam dazu. Kommst dazu? Weil ich wollte ihn ausmachen, aber ja, du warst schneller. Gino, ja, wo warst du gerade? Ich war gerade links. Links? Ja, bei Dalu in der Nähe. Dalu, kannst du das confirmen? Ja, er stand kurz an den Wires, hat mich gesehen, hat, glaube ich, kurz abgebrochen, weil er Schiss hatte und ist wieder drangegangen. Genau so. Okay. Also meiner Meinung nach ist es gelöst. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir es machen. Es sind Dalu und Leon. Wir das müssen ist jetzt auf jeden Fall sehr falsch. Ja, ich würde erstmal Leon nehmen. Dann müssen wir direkt okay, Emergency warum? Vote machen. Nee. Warte mal. Also müssen wir jetzt mal alle vertrauen. Einmal in eurem Leben müssen wir blind vertrauen. Ihr müsst mir einfach mal blind vertrauen. Leon. Okay, pass auf, nehmen wir warum? An, ich glaub dir das Erste. Und das meines Falsches ist okay, aber versuch's, erklärst du wenigstens für alle. Lass es dir okay, danach. Also, ich kann ja mich selbst ausschließen, ja? Ja, so. Ja. Ich kann Lara ausschließen, weil ich habe sie bei Tars gesehen und sie kam gerade auf mich zugelaufen, um Oxygen auszumachen. Das ist innocent. Gino habe ich im Cockpit vor. Was denn, Aya? Was heißt das? Leon, du bist es ja wirklich. Ich habe bisher nur spekuliert, aber dieses Aya hat sich verraten. So, dann Gino. Den habe ich im Cockpit gesehen in der Runde davor, als er gerade so diese Elektrikdrähte gemacht hat, da dachte ich so, hä, warum sollte Gino das sowas faken, wenn er alleine im Cockpit ist? Das sieht strange aus. Matteo, von wo bist du gekommen, als du zu Oxygen gegangen bist? Ganz simple Frage. Von oben, von der Cafeteria. Ich war vorher im Medical drin. Du kommst also von oben? Ja. Gut. Es ist Leon. Dann weißt du, dass du es bist. Warte mal bitte einmal, Dann weißt du, dass du es bist. Es ist Leon. Warte mal bitte einmal, Leon. Warte mal ganz kurz. Und wenn ich es nicht... Bevor du mich hier wenn wir falsch voten, haben wir instant verloren. Bevor du mich hier wegschreist. Ja. Die Leiche lag rechts oben bei Weapons, deswegen habe ich gefragt, wo du kamst. Lara kam nämlich von unten, hat sie gesagt. Deswegen musst du es gewesen sein. Es ist Leon. Votet einfach mal bitte Leon. Oh mein Gott. Leute, es ist vorbei. Mann, es ist so offensichtlich, Leon. Okay, Leute, bleibt zusammen. Bleibt zusammen. Oh mein Gott. Oh Gott. Bleibt zusammen. Matteo, komm zu Papa! Scheiße. Nein! Scheiße! Alter Schwede, ey. Okay, sorry, Dalu, für die Beschuldigung, aber ich dachte... Ja, ich wollte nämlich zuerst Lara rausschmeißen. Damit wäre ich komfort gewesen. Und danach den 50-50 hätte ich lieber gemacht. Also, aber Lara war für mich safe. Ah, oh Mann, Lara. Lara hat aber auch gut geplayed, weil sie hat ein paar Mal gefaked und es sah so echt aus. Boah, Scheiße, Alter Schwede. Sag mal, wieso haben wir jetzt gewonnen? Weil es gab nur noch uns beide und zwei andere Innocents. Genau. Ja. Und du hast gerade jemanden getötet, ich glaube, ich habe Matteo gerade noch den Hals umgedreht. Oh Mann, ey. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich wusste, dass Leon ist. Vor allem, ich habe ein bisschen ins Blaue geschossen, aber dann, als Leon angefangen hat, sich zu verteidigen. Ja? Nee, weil, guck mal, ich habe gesagt, du warst es nicht. Ah ja, hat er gesagt. Achso, ja, genau, dieses Aja. Leon, Aja. Du wolltest mich damit reinziehen und das habe ich nicht verstanden. Sehr gut, Leon. Nee, Dalu war safe die ganze Zeit. Ja, richtig schön. Ich will auch wieder mit euch oder ich will wieder spielen. Ey, unbedingt. Super gerne. Voll gerne. Super geil. Super gerne, das war echt geil. Nochmal. Ja. Ich letzte Runde. Ja, das war die letzte Runde. Ja. Es ist auf jeden Fall geiler, wenn man schon ein paar Spiele gemacht hat. Genau, also wenn wir es nochmal machen, wird es nur noch geiler, weil dann die Leute mehr checken und man kann sich noch mehr verarbeiten. Mehr Mindgames. Ja, das ist auf jeden Fall richtig sehr, nice. Sehr, man sehr gerne wieder. Noch weniger. Ja. Aber MVP heute Dalu, muss ich sagen. Ey, die Plays waren nur sick. Absoluter Terminator. Richtig geil. Ja, richtig gut. Ey, vielen Dank fürs Mitspielen. Danke, dass ihr alle da wart und euch Zeit genommen habt. Sehr Spaß gemacht. Danke, ne? Sehr geil. Und wir schreiben direkt wegen der nächsten Session auf jeden Fall nochmal, ja? Also morgen wieder. Genau. Okay. Alles klar. Macht's gut. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.